Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Tagesenergie 35 mit Alexander Wagand. Ich fange mal an wie üblich. Wie ist es um die Energien bestellt, um diese Zeit? Viel Unruhe, viel Krankheiten hört man. Mhm. Was kriegst du da so an Meldungen? Und also es ist eine Zeit, in der die energetischen Qualitäten auf jeden Fall deutlich wahrnehmbar sind und die teilweise auch als etwas schwer empfunden werden können. Also es ist etwas, was belastend wirkt auf viele, weil es einfach auch die Energie sehr stark zurückdrängt. Also es ist eine Zeit, in der man viel Müdigkeit bei sich entdecken kann, mhm, und in der man auch entdecken kann, dass einen die Antriebsmotivation, die man üblicherweise eigentlich sich für das Frühjahr oder für das auf dem Kalender zumindest vorhandene Frühjahr vorstellt, nicht vorhanden ist. Und wenn man nach draußen blickt, dann passt das auch. Auch dort schläft die Natur noch in einer ganz eigenartigen, auf einmal wieder so dramatisch eingebrochenen Winterphase. Ja. Und das fast überall in Deutschland und eben nicht nur in Deutschland. Wir werden nachher auch noch einmal nach England blicken, denn dort hat also auch der Winter sehr zugeschlagen, hat dazu geführt, dass viele Leute keinen Strom mehr haben. Die Gasversorgung nach England ist in Probleme geraten. Also das ist ein Ausdruck dieser energetischen Qualität im Moment. Und es ist eine Zeit, in der, wenn wir immer hier vom Theater sprechen, das wir hier beobachten, man könnte sagen, es hat also ein neuer Teil begonnen in diesem Theaterstück. Und wir werden ganz viele Veränderungen in naher Zukunft beobachten können. Du hast gerade das Wetter angesprochen, was ja wirklich sehr ungewöhnlich ist, dass Ende März, im Grunde Ostern, ist es ja auch nicht in Aussicht, dass es besser wird, noch wirklich solche eisigen Temperaturen und Schnee und sonst was gibt. Kann das mit Wettermanipulation, Geoengineering auch zu tun haben? Oder? Also man kann sicherlich, ohne dass man in Verdacht gerät, ein Verschwörungstheoretiker zu sein, feststellen, dass das Wetter natürlich inzwischen beeinflusst bzw. an ganz vielen Stellen auch Einflüssen ausgesetzt ist, die künstlicher Natur sind. Ob das die Habanlagen sind, die ja vor einigen Wochen eine große Plasmawolke das erste Mal haben erzeugen können. Mhm. Das war also ein ganz großer, erschreckender Sprung, denn man hat also diese Plasmawolke eben auch tatsächlich beobachten können und man konnte sie sehr eindeutig den Habanlagen zuweisen. So weiß man, es wird viel getan. War das dieser Feuerball, der so durchs Internet geisterte? Oder? Das ist wohl eine andere Geschichte. Dieser Feuerball, der über Los Angeles bzw. über Kalifornien auch zu sehen war, der auch wieder im Zusammenhang mit der Meteoritensichtung nach oben kam, ist ein eigenes Thema. Mhm. Aber diese Einflüsse und auch die Manipulationsversuche bezüglich des Wetters lassen sich nicht leugnen. Inzwischen gibt es auch übrigens Bestätigungen, dass die Amerikaner schon in den 50er Jahren im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg bzw. den damaligen anderen bereits Vorbereitungen für weitere Kriege auch Wetterversuche gemacht haben, versucht haben, ein Tsunami auszulösen. Also all diese Dinge lassen sich inzwischen auch nachlesen und da muss man gar nicht irgendwelche obskuren Quellen heranziehen, sondern man findet es in den Mainstream-Medien. Und was sich im Laufe von 60 Jahren getan hat in der Technik, wissen wir, und dass natürlich dann so etwas Wetterbeeinflussung schon vor 60 Jahren gestartet oder gemacht wurde, wie immer, wie lange, kann man sich vorstellen, dass da in 60 Jahren auch sehr viel mehr gemacht wird, sehr viel Energie reingesteckt wurde und das sehr vergrößert. Es wird ja auch offen zugegeben inzwischen an vielen Stellen. Aber es gibt auch eine Mainstream-Erklärung für das kalte Wetter. Mhm. Es sind die abschmelzenden Eisberge. Ah, ja. Es ist nämlich ein Ausdruck des Klimawandels und der Wärme, die auf uns zukommt. Ja. Tatsächlich habe ich eine solche Meldung dabei. Ich glaube, sie ist vom gestrigen Tag von der NTV-Seite. Die wird uns noch begegnen hier in meiner Sammlung. Aber ganz grundsätzlich lässt sich sagen, wir haben ganz interessante Beobachtungen zu teilen in der heutigen Sendung. Viel Symbolisches, viel Dramatisches. Und wir hatten ja schon über den berühmten schwarzen Schwan gesprochen. Mhm. Immer dann, wenn ein unvorhergesehbares Ereignis eintritt. Und dieser schwarze Schwan hat sich tatsächlich mitten in dem See aufgeplustert und für alle sichtbar geworden. Ich spreche von Zypern und den daraus folgenden Entwicklungen. Das ist ein ganz großes Thema, wird uns gleich begegnen. Aber ich habe auch viel anderes. Und auf der energetischen Ebene in uns selbst finden wir auch Entsprechungen. Also auch dort ist viel in Gang und es kommt einiges nach oben. Es ist nicht alles ganz leicht. Es ist eine schwere Energie an Teilen und die uns auch ein bisschen die Energie raubt.
für anderes. Da bleibt nicht viel übrig. Da kommen wir vielleicht am Schluss der Sendung auch klassisch nochmal hin, ja, dass wir gucken, auch wie geht man damit um, was kommt. Es wäre auch sinnvoll. Ja. Es ist eine Zeit, in der diese Hinweise eine besondere Bedeutung und Berechtigung haben. Nochmal ein Aspekt von der letzten Sendung war ja, wo wir viele Rückmeldungen bekommen haben. Wir haben diese Flagge gezeigt, die natürlich zusammengefaltet war. Das heißt, man konnte sie nicht erkennen. Inzwischen ist es klar, es ist das die Standarte des Bundespräsidenten. Ja. Aber ungewöhnlich ist sie trotzdem, auch wenn man sagt, das hätte man ja wissen können. Ja. Das ist im Grunde Symbolik der Weimarer Republik, oder ganz was sehe genau, ich da? Ganz genau. Das ist natürlich, also was du sagst, der erste wichtige Hinweis gewesen. Um welche Flagge handelt es sich? Das wurde dann schnell aufgeklärt und ich habe noch Wochen danach diesen Hinweis bekommen. Ja, ja. Aber die Frage ist natürlich, wo kommt denn diese Fahne oder Flagge in ihrem Ursprung her? Und du hast es richtig gesagt, die Weimarer Republik. Dort entlehnt sind ja auch die Farben, die wir auf unserer Flagge hier finden. Also hier kann man diesen Bezug so schön sehen, das Symbolische. Und wer ein bisschen in die Geschichte hineinblickt, kann viele Parallelen gerade im Moment erkennen. Also hier drückt sich auch energetisch das aus. Und wer die Vergangenheit nicht versteht und sie nicht betrachtet und sie nicht wirklich wahrnimmt, der wird sie in verschiedenen Facetten dann erneut erleben müssen. Das tun wir immer wieder. Kann das dann bedeuten, dass im Grunde der Bundespräsident nicht Teil der BRD ist, die ja, wie wir inzwischen wissen, auch eine Firma ist, eingetragen in verschiedenen Firmenverzeichnissen auch, dass der im Grunde ganz woanders ist und deswegen auch im Grunde eine repräsentative Aufgaben hat, weil er im Grunde nict im System der BRD ist, oder? Also ganz sicherlich lassen sich solche Hinweise nicht nur ableiten, sondern auch bestimmt nachweisen an ganz vielen Stellen. Das ganz große Problem dabei ist nur, dass es inzwischen so ist, dass es gar keine klaren Regularien mehr gibt, die eingehalten werden. Ja. Das heißt, du findest also alle Varianten, beispielsweise des sogenannten Bundesadler, wie auch des Reichsadler, in allen verschiedenen Facetten überall vor. Mhm. Es wird einfach nicht mehr darauf geachtet und es wird an ganz vielen Stellen auch all das gebrochen, was bisher an Regularien noch gegolten hat. Denn es ist sowieso alles erkennbar aus den Fugen geraten und so vieles stimmt nicht. Aber hier lohnt es sich ganz sicherlich für diejenigen, die in diesen Themen einsteigen, und es ist wichtig, dass es jemand tut, ein bisschen genauer hinzublicken, und lässt sich sicher noch mehr ableiten, ganz sicher. Ja, es kommt ja immer mehr raus, wie gesagt, das mit der Firma, dass im Grunde die BRD uns als Personal, als Sache sieht und so behandelt vor Gericht, wir im Grunde also unter Handelsrecht stehen. Das sind natürlich Themen, die wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, aber wir haben zum Beispiel in Alsfeld ja Vorträge gehabt von Andreas Klaus und so weiter, und ist immer mehr Menschen argumentieren damit auch vor Gericht und kommen damit teilweise durch, weil sie einfach sagen, wir lassen uns gar nicht mehr darauf ein, hier von Ihnen so behandelt zu werden, weil ich bin Mensch und ich bin nicht die juristische Person, die Sie hier im Grunde unter sich stellen. Ja, also das ist etwas, was sehr interessant ist. Für die Deutschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ist natürlich die Sondersituation BRD etwas, was auch für viele eine ganz große Überraschung ist, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Viel größer kann die Überraschung aber noch werden, wenn du dann dich umschaust und feststellst, dass das in anderen Ländern auf der Welt auch so oder sehr ähnlich läuft. Das gilt eben auch für die USA. Ja, auch dort gelten eben nicht die normalen, üblichen Gesetze, von denen man glaubt, dass sie auf eine bestimmte Art zustande kommen, sondern es gelten Sonderrechte. Auch das kann man dort sehr schön sehen. Und du kannst in den USA beispielsweise immer an der Flagge erkennen, die in den Gerichten hängt und die du auch in allen Spielfilmen sehen kannst, dass sie diesen Goldrand hat. Und eine Flagge ist tatsächlich eine Urkunde, entspricht einer ganz klaren Vorgabe, wie sie auszusehen hat. Und in dieser amerikanischen Flagge gibt es keinen goldenen Rand. Und dieser goldene Rand bedeutet nichts anderes als Admiral's Law, beziehungsweise eben auch Ausdruck des Handelsrechts. Mhm. Und das kann man sehen. Interessanterweise hier in Deutschland kann man sehen, dass in allen Gerichten überhaupt keine Flagge hängt. Ja. Das heißt also, hier haben wir ja schon seit Anfang der 50er Jahre keine Staatsgerichte mehr. Und das lässt sich eben auch an den Formalien erkennen. Und hier gibt es eine interessante Bewegung, und das ist die Bewegung der Prozessbeobachter. Ja. Und das ist sehr symbolisch. Du weißt ja, dass ein ganz großer Teil dessen, was ich mit meiner Arbeit tue, ein Beobachten ist und auch ein Beobachten
das aus einem anderen Blickwinkel heraus erfolgen soll. Das ist eine Phase des Aufwachens, wenn man die Dinge anders wahrnimmt. Und hier gibt es nunmehr Prozessbeobachter, die also sich in die Gerichte setzen und dort eben auch den Richter befragen, auf welcher Grundlage denn hier Recht gesprochen werden soll, ob er denn nun ein Richter ist, der all diesen Anforderungen entspricht, die in diesem Lande gelten. Und das wird dann eigentlich nur beobachtet und protokolliert. Es passiert aktiv wenig, aber es führt dazu, dass ganz viele Richter dann diese Termine absagen. Ja. Und hier können wir so schön sehen, dass unsere Vorstellung von Aktivität, etwas zu ändern, häufig nicht gebraucht wird, sondern dass das Beobachten alleine, das Sichtbarmachen, das Erkennen, das System in seiner aktuellen Struktur, die eine illusionäre ist, und erhebliche Probleme bringt. Eine sehr symbolische Entwicklung, und das finde ich großartig, und das muss an vielen anderen Stellen auch geschehen. Mhm. Genau hingucken, beobachten hat eine ganz wichtige Funktion, auch wenn es weh tut, wenn man an Stellen guckt, wo es mulchig ist und wo es schlecht riecht und wo die Dinge am liebsten verlassen werden wollen. Aber hinblicken ist wichtig, dann kann das nicht mehr im Verborgenen passieren. Das ist sehr spannend und wie du sagst, die Prozessbeobachter. Ich habe das kürzlich live erlebt, wo so ein Amtsgericht Termin war wegen einer Führerscheinsache und dann waren wirklich ganz viele Leute da und dann kurz vorher wurde dann gesagt, die Richterin hat gesagt, der Termin ist abgesagt. Gut, wie es weitergeht, ist natürlich ein Abenteuer. Wir wollen jetzt auch gar nicht abenteuerlich dazu aufrufen, dass das jeder einfach mal so machen soll, weil man muss da schon ein bisschen sattelfest sein und wirklich wissen, worum es geht. Aber alleine, wie du sagst, zu gucken, was sind denn die Rechtsgrundlagen und wir haben scheinbar Handelsrecht, weil wir in einer Firma sind und einfach nur zu fragen, Herr Richter, warum glauben Sie denn, sich über mich stellen zu können oder über mich urteilen zu dürfen? Was für eine Legitimation, eine staatliche Legitimation haben Sie denn? Kann er dann wahrscheinlich nicht beantworten. Es gibt eine Liste von Fragen, die man dem Richter dort stellen kann, die im Internet zu finden ist. Wir können das verlinken. Vielleicht nicht gleich morgen, aber in den nächsten Tagen unter dem Artikel. Man kann es googeln, aber es ist ganz sinnvoll, denn diese Formulierung ist wohl gewählt und man kann sich auch auf diese Art eben helfen, denn viele Menschen fühlen sich ja auch unsicher und brauchen einen kleinen Rahmen, in dem sie auch eben entsprechend sicher auftreten können. Und hier braucht es gar nicht viel. Hier gibt es eigentlich nur ganz wenige Fragen, die man stellen muss. Und dann merkt auch derjenige, hoppla, ich bewege mich auf einmal in einem sichtbaren Bereich des Theaters, in dem ich gar nicht wahrgenommen werden möchte. Und das ist ein Thema, da könnten wir eine eigene Sendung machen. Aber das ist ein schöner Ausdruck, weil er eben so schön zeigt, das Beobachten und das Sichtbarmachen hat eine ganz wichtige Funktion. Das ist ganz entscheidend. Und uns wird ja häufig vorgeworfen, wir seien Verschwörungstheoretiker. Ich entgegne häufig darauf, dass ich sage, ich bin ein Verschwörungsbeobachter. Mhm. Und das ist genau das, was tatsächlich auch passiert. Denn das, was wir erkennen können, ist ja ein beobachtbares Vorgehen und man braucht gar keine Theorien, man kann es praktisch beobachten. Und da können wir gleich in die aktuelle Politik kommen. Das größte Thema ist ja Zypern. Viele Leute, denen es noch nicht so bewusst ist, wie krass das ist. Also die Leute können nicht mehr an ihr eigenes Geld auf der Bank. Ich meine, wir haben oft gesagt, dass das Geld auf der Bank natürlich niemals sicher ist, aber das wird jetzt da sehr offensichtlich. Und in den Medien wird jetzt so getan, als wenn jetzt noch die russischen Oligarchen da ihr Geld auch vorher weggebracht haben, als wenn das völlig illegal wäre. Aber das ist ja im Grunde deren Geld gewesen, ja. Auch wenn es egal, wo es herkommt. Aber dass jetzt die Bank sagt, die Leute dürfen nicht mehr an ihr Geld, was sie da im Grunde der Bank anvertraut haben, diese Eingriffe zeigen ja, dass das System also überhaupt kein Interesse daran hat, das zu tun, was sie verspricht, was das System verspricht oder die Banken versprechen. Ja. All das ist Makulatur, wird jetzt offensichtlich. Das, was du jetzt gesagt hast in deiner Zusammenfassung, berührt schon ganz viele unterschiedliche Punkte und ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und ich habe zu Zypern ganz viele Meldungen gesammelt. Ich hatte also für diese heutige Sendung mehr Ausschnitte und mehr Artikel und einen dicken Stoß an Papier zusammengetragen als sonst. Ja. Das liegt auch daran, dass ich eben diese Zypern-Krise, wie wir sie vielleicht einfach mal nennen wollen, kurzfristig, sich natürlich sehr interessant entwickelt hat. Und von daher lohnt es sich, genauer hinzublicken, denn es sind verschiedene Aspekte. Zunächst einmal geht es ja in den Medien immer darum, Zypern zu retten. Ja. Und das schon mal alleine, muss man sich klar machen, ist natürlich etwas, das eine Farce ist.
Denn das, was hier gerettet werden soll, sind die Gläubiger, die von Zypern Geld zu bekommen haben, die großen Banken und natürlich auch all diejenigen, die in Zypern Geld investiert haben, das verloren ginge, wenn Zypern nicht mehr in der Lage wäre, die Zinsen zu stemmen. Mhm. Also es geht nicht um die Rettung. Und dieses Geld, was jetzt dort Zypern zur Verfügung gestellt wird, erhöht ja die Problematik in Zypern. Es sind neue, weitere Kredite. Und das, was mit diesem Geld passiert ist, dass wieder bezahlt wird an anderer Stelle an genau jene Kräfte, die jetzt ganz groß entsetzt tun und Zypern nach vorne schieben, dass hier gerettet werden muss. Mhm. Ich habe eine Reihe von Meldungen und vielleicht noch ein Hinweis vorneweg. Als dieses ganze Thema aufkam, wurden die Medien nicht müde zu sagen, also auch Zypern ist systemrelevant. Ja. Also wenn Zypern untergeht, dann wäre das ein ganz großes Problem für die gesamte EU. Ja. Jetzt muss man wissen, dass die Wirtschaftsleistung Zyperns 0,2% der Leistung der EU ausmacht. Das ist in etwa die Hälfte der Leistung von Bremen. Mhm. Das heißt also, hier kann man sehen, wenn das stimmt, dann würde also ein winziger Hauch, also der bekannte Flügelschlag des Schmetterlings, ausreichen, um hier alles zu zerstören. Ja. Also wäre tatsächlich Zypern systemrelevant, dann wäre das natürlich ein erschreckender Hinweis, denn Zypern ist ja gar nicht so hoch verschuldet. Italien hat eine viel höhere Verschuldung als Zypern. Zyperns Verschuldung liegt unter 100% vom BIP und die von Italien, die von Spanien, die von Griechenland, die von Portugal, die von England, das Doppelte von Zypern. Mhm. Und ja natürlich Japan, viel größer im Ausmaß. Ne? Ah ja, kann man gar nicht vergleichen. Ja. Und das wird völlig negiert. Und aus dem, was jetzt man hier gebaut hat, ist im Grunde etwas ganz anderes geworden. Und ich habe hier eine Meldung, die ist von der zeitlichen Chronologie zwar nicht die Meldung, die jetzt am Anfang betrachtet werden kann, aber sie bringt es auf den Punkt, alleine der Überschrift, Zypern ist der Sündenfall. Hm. Ja. Ja gut, die Überschrift sagt es, oder soll ich noch was vorlesen? Nein, brauchst eigentlich gar nichts weiter vorzulesen. Ja, hier oben, aber gut. Ja. Der Sündenfall. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja schon vor langer Zeit, Joe, ein Interview gemacht zum Thema Schuld. Ja. Und das ist mega aktuell. Ich kann nur jedem bewusst TV-Seher oder jedem, der sich die Tagesenergien anschaut, empfehlen, sich dieses altes Interview nochmal anzusehen zum Thema Schuld. Das, was hier das ganz große Thema ist, ist eben ein Schuldthema. Ein Schuldthema, das du an allen Ebenen findest, natürlich bei den Finanzen, wie in den Religionen, wie in der Gesellschaft. Und dieses Schuldthema, das hält die Leute bei der Stange. Und Sündenfall geht ja bis sozusagen an den Beginn der biblischen Geschichte zumindest, ja. Der Genesis, also gleich eine Schuld von Anfang an. Aber das Interessante bei der Schuld ist ja, dass wir immer versuchen wollen, Schuld zu vermeiden. Ich möchte nicht schuldig, wenn ich bin schuldig. Schuld heißt, wenn wir es genau betrachten, energetisch etwas, das noch erbracht werden muss. Wenn du mir was schuldest, dann kommt da noch was. Du schuldest mir was. Das ist etwas für die Zukunft. Ja. Und nicht, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern was jetzt noch aktuell ist. Und hier geht es sehr, sehr stark darin, die Menschen nach wie vor in diesen energetischen Gefängnis zu halten und Schuld aktuell zu halten. Und der Sündenfall zeigt sehr schön deutlich, wie hier die Verbindung von Kirche, Gesellschaft, Staat und Bankenwesen ein ganz ähnliches Szenario und eine ganz ähnliche Struktur benutzt, um die Leute eben so schön gefügig zu halten. Deswegen als ganz große Überschrift, es geht wirklich um die Schuld. Aus dem Fokus, um das nochmal ja. zu holen. Ja. Okay. Ich habe jetzt hier einen Aspekt angestrichen für dich, wenn du das mal vorlesen magst. Also Bankenkunden müssen Rettungsplan mittragen. Die Geldgeber griffen ein, obwohl das Land nur 0,2% zur Wirtschaftsleistung der Eurozone beiträgt. Zypern ist systemrelevant für die Eurozone, resümiert EU-Währungskommissar Olli Rehn. Dies bedeutet, dass eine Staatspleite die gesamte Eurozone gefährden würde. Der Deutsche Bundestag und mehrere andere nationale Parlamente müssen dem Hilfspaket noch zustimmen. Der Bundestag sollte noch am Samstag unterrichtet werden. Das Paket soll in der zweiten Aprilhälfte endgültig unter Dach und Fach gebracht werden. Das war der Anfang.
Und ich habe es deswegen nochmal mit, sagst du bitte netterweise, aus welcher Zeitung das noch Handelsblatt, war? Ja. Handelsblatt. Also keine Verschwörungstheorie. Ja. Hier hast du es nochmal vorgelesen, was ich schon gesagt hatte. 0,2%. Und diese Systemrelevanz, das war der Aufhänger. Ja, okay. Dieses Geld, was dort Zypern zu bekommen hatte, diese 10 Milliarden und diese Eigenleistung, die von rund 6 Milliarden damals gesprochen wurde, sind natürlich in der Relation zu anderen Zahlungen, die bereits geleistet worden sind, so gut wie nichts. Ja. Spanien, Italien, Frankreich, alle kassieren seit Monaten, ja seit Jahren hinten herum, große Gelder und verdienen natürlich an diesen Stellen die gleiche kritische Betrachtung. Aber das wird völlig ausgeblendet. In den USA werden im Moment alle 4 Wochen 85 Milliarden von der Fed ins System hineingepumpt, um Immobilien nicht notleiden werden zu lassen, Fannie Mae, Freddie Mac als großes System, aber eben auch um Staatsanleihen zu kaufen. Und hier merken wir, Zypern kann das nicht. Und Zypern muss sich eben hier diesen Strukturen beugen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommt ein Hinweis diesbezüglich. Auch die Überschrift bitte vielleicht und auch der also kleine Text. Deutsche Mittelstandsnachrichten. EU enteignet Bankkunden. Gesetz am Sonntag, Montag ist das Geld schon weg. Genau. Am Wochenende wird es gemacht. Ich glaube, das hat das nicht sogar Herr Schäuble. Ich habe es hier. Ich habe das Zitat von Herrn Schäuble. Ja, passt ja. Schäuble. Bankeinlagen sind eine sensible Sache. Daher macht man es am Wochenende. Genau. Aber was hier noch wichtig war, ist in der Überschrift bitte nochmal, dass du sagst, die EU enteignet Bankkunden. Genau. EU enteignet Bankkunden. EU enteignet die Bankkunden, also die Souveränität von Zypern ist natürlich gar nicht mehr gegeben. Ja. Und von daher ein Hinweis, dass also tatsächlich Entscheidungen nicht mehr im Lande getroffen werden, sondern irgendjemand sonst trifft die. Und da haben wir einmal diese sogenannte Troika, die sich zusammensetzt eben aus der EU, aus der Europäischen Zentralbank und aus dem IWF, dem Internationalen Währungsfonds. Und dieses Konsortium entscheidet über all in Europa, was in den Ländern so geschehen hat. Und im Krasses, nämlich es enteignet Bankkunden. Und alle drei sind komplett platt im Grunde genommen, wenn man das mal auf den Punkt bringt. Das heißt also, sowohl die EU wie die EZB wie auch der IWF sind natürlich nur in dieser Situation und Position, weil sie nicht auf dem üblichen Wege ihre Gelder besorgen müssen, sondern weil für sie Sonderregularien gelten und auch die können erweitert werden, wie immer man das möchte. Hier in Deutschland hat man derweil, als diese ganzen Entwicklungen stattgefunden haben, auch kräftig Stimmung gegen Zypern gemacht. Eine Überschrift hier aus der Welt, aus der Springerpresse. Zyprer lachen über kalte Enteignung in Deutschland. Ja, also hier meint natürlich der Artikel dann nachher, dass man in Zypern höhere Zinsen bekommen hat, die Inflation nicht das große Problem in Zypern ist. Aber tatsächlich geht es eben darum, auch hier den Schafen zu zeigen, dass manche, die aus der Reihe tanzen, durchaus auch es verdient haben, wenn sie dann geschlachtet werden. Ein ganz großes Thema. Die Zyprioten sagt man, die Deutschen sind schuld. Ja. Den Deutschen sagt man, die Zyprioten haben nur mit Schwarzgeld und mit gewaltigen Zinsen und einem aufgeblähten Bankensystem diese Situation erzeugt. Und von daher geschieht das, was wir so häufig sehen können, teile und herrsche. Ja. Und es wird leider auf diese Art und Weise eben überall gemacht. Ja, und hier habe ich Spaniern und Griechen erzählt man ja auch, die Deutschen sind schuld, die sind sauer auf Merkel und auf die Deutschen, obwohl wir ja genauso von nicht regiert werden von Leuten, die uns vertreten. Also, aber egal. Es ist eben so, dass wir an dieser Stelle eben auch sehen können, wie die Dinge auf den Kopf gestellt werden. Denn wir haben ja jetzt in Zypern inzwischen die Situation, wir haben gesehen, die EU hat sich durchgesetzt. Das, was geschehen ist, ist, dass die Menschen tatsächlich auch heute noch, wo die Banken am ersten Tag nach 14 Tagen wieder geöffnet haben, nicht Zugriff haben auf ihr Geld. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es vorhin schon so angesprochen. In der Vorstellung der meisten Menschen ist es ja so, wenn ich Geld zur Bank bringe, dann bleibt es mein Geld. Das sind meine 100 Euro oder meine 1000 oder meine 100.000 Euro, die ich der Bank zur Verwahrung gebe, beziehungsweise von mir aus auch der Bank zur Verfügung stelle, denn ich bekomme Zinsen dafür. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wenn du in den
Medien jetzt gelesen hast, wie man die Dinge dort darstellt, dass von dem Plündern der Konten gesprochen wird. Naja, und das sind dann die russischen Oligarchen, die da ganz viel Geld haben. Also das sind immer böse Buben, die natürlich ihr Geld da scheinbar waschen, weil es in Russland keine sicheren Banken gibt oder was auch immer. Es ist vor allen Dingen eben auch das Plündern der Konten. Ich habe es hier irgendwo ausgedruckt, dass natürlich ein Umstand vollkommen verdreht wiedergibt. Ja. Wenn du heute zu zur Bank gehst und holst deine 10.000 Euro vom Konto, dann plünderst du nicht. Ja. Plündern bedeutet, in einer Notsituation jemand anderem etwas wegzunehmen. Ja. Ja. Plündern ist hier ganz bewusst umgedeutet. Und die Sprache ist ein ganz wesentlicher Aspekt jetzt in dieser Zeit. Und mit der Sprache wird viel Schindluder getrieben. Und wir können sehr schön sehen, wie auch alleine durch die Begrifflichkeit und die Auswahl der Begrifflichkeiten bestimmte Gedankenvorgänge im Kopf entstehen können. Die Leute, die Konten plündern. Ja. Und das ist etwas, das es ganz ist schon fast klar Unverschämtheit, dass die jetzt alle auch zur Bank rennen und ihr Geld abholen. Ja, ja. Das dürfen die ja gar nicht. Ne? Und es ist ja tatsächlich auch heute, nachdem die Banken geöffnet haben, so, dass du nur einen ganz kleinen Teil deines Geldes holen kannst, 300 Euro exakt. Überweisung insgesamt pro Monat bis 5.000 Euro ins Ausland. Jede Überweisung über 5.000 Euro, aber auch inländisch, muss überprüft werden. Das heißt, hier merkst du auf einmal, das ist nicht dein Geld. Hm. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Sondern das ist, was du hier bekommst, du wirst energetisch abgeschnitten. Und das geht augenblicklich. Und das wird nicht einmal dort vor Ort entschieden, von den Menschen, die sich wieder zur Wahl stellen müssen, sondern von Menschen, von denen du nicht mal den Namen kennst. Und die wir auch nicht mal wählen können. Also Demokratie in der EU ist eben Eine Farce. Wobei es ist aus meiner Sicht keine Farce, sondern das ist eben Demokratie. Die Vorstellung, wie Demokratie sei, die ist eine Farce. Ja, okay. Das, was wir hier sehen, ist Demokratie. Es gibt keine andere Form von Demokratie. Mhm. Die Vorstellung, wie eine Demokratie abläuft, nämlich in einer gemeinschaftlichen Willensbildung, ist nirgends verwirklicht. Demokratie ist das, was wir hier sehen. Nur wir haben eine ganz kindliche Vorstellung, was denn Demokratie sei. Okay. Ich habe hier einen Artikel aus dem Fokus, unwürdiges Schauspiel in Brüssel. Zypern hat die Euro-Retter gnadenlos vorgeführt. Ja, also hier wird eben auch tatsächlich wieder derjenige bestraft, der nicht so agiert hat, wie man es gewollt hat. Ja, aber gut, machen wir weiter, wir haben ja so viele Meldungen. Ja, und es braucht es auch. Ich habe hier eine, die ich in zwei Versionen mitgebracht habe. Das erste einmal hier bei News 25, das war eine frische Meldung, da reicht die Überschrift eigentlich. Zypern will Kapitalverkehrskontrollen einführen. Vielleicht sage ich kurz, was Kapitalverkehrskontrollen sind. Also eben beispielsweise, dass du nicht einfach dein Geld überweisen kannst, sondern in dem Moment, wo es über die Grenze geht, wird es kontrolliert. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt. Aber noch nicht weglegen bitte, denn es gibt eine Meldung, die habe ich dahinter geklipst. Ach so. EZB bereitet Kapitalverkehrskontrollen für Zypern vor. Genau. Also, da sagt man, Zypern will das einführen, da sagt man, die Europäische Zentralbank bereitet das vor. Genau. Und hier sieht man, wer das Sagen hat. Die Bank, die Europäische Zentralbank. Ja. Okay. Die übrigens selber in großer finanzieller Not ist. Das tun wir nebenbei. Das tut mir jetzt aber leid. Ja. Die EZB ist natürlich insofern interessant an dieser Stelle, weil sie eben auch Kapitalverkehrskontrollen einführt für ein Land, ohne dass dieses Land überhaupt mitreden kann. Also wir haben hier ganz klar schon einen Punkt erreicht, in der die Souveränität, auch wenn sie nur eine Farce war, überhaupt nicht mehr auch nur den geringsten Ansprüchen genügen kann. Aber die Farce wird jetzt eben auch erkannt. Und hier, das heißt, viele erkennen es immer noch nicht. Also ja, das Problem wäre jetzt, wenn es alle erkennen würden, dann würden ja auch bei uns jetzt die Leute alle zur Bank rennen, ihr Geld abheben. Und du hast es, glaube ich, schon mal gesagt, 1 oder 2% des Geldes, was die Menschen auf den Banken haben, ist überhaupt nur für sich da. Das heißt, wenn nur jeder Hundertste oder so also zur tatsächlich Bank rennen, wäre es so, wenn jeder Hundertste hier in Deutschland zur Bank ging und würde sein Guthaben abheben. Und wir gehen davon aus, dass sich das entsprechend verteilt, dass es nicht nur jeder Hundertste der schwachen Anleger ist, sondern auch diejenigen, die ihr Geld abziehen,
die über größere Beträge verfügen, jeder Hundertste würde ausreichen, dass die Banken das nicht ausgleichen könnten. Das betrifft insbesondere Deutschland. In Deutschland sind die Banken besonders schwach ausgestattet. In Amerika könnten ein paar mehr kommen, allerdings auch nicht viel mehr. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis auch wieder. Es ist nicht dein Geld, was dort bei den Banken liegt. Und wir kommen gleich nochmal zu diesem Thema, wenn es um die sogenannten Bankgarantien geht. Ja, aber dann sind wir trotzdem sicher besser garantiert, ne, bis sie einfacher kommen. Aber ist das Geld wahrscheinlich zu Hause doch besser aufgehoben. Wie die Machtverhältnisse in der Zypernkrise ausgesehen haben, wird hier sehr schön in diesem Artikel aus der Süddeutschen beschrieben. Wenn du da netterweise die Überschrift und auch diesen markierten Text vorlesen möchtest. Pistole am Kopf. Der deutsche Verhandlungsführer kommt gar nicht gut weg. Maltas Finanzminister Edward Scicluna veröffentlicht seine eindringliche Schilderung der Brüsseler Verhandlungen über die Zypernhilfe. Er beschreibt, wie Wolfgang Schäuble Körper und Seele des zyprischen Ministers auslaugte. Genau, das ist das, was ich auch höchst interessant ist, dass man hier von der Seele spricht, die ausgelaugt wird. Also hier haben wir eine interessante Begrifflichkeit in der Süddeutschen Zeitung und tatsächlich geht es eben darum, dass man hier nicht nur Druck gemacht hat, sondern dass man die Minister oder auch die Vertreter Zyperns wirklich gezwungen hat. So gab es ein Zitat von der Frau Legard vom IWF, und auch das ist ein Konsortium von Banken, bitte immer daran denken. Die Frau Lagarde hat zu ihm gesagt, das werden sie bereuen, was sie getan haben. Und eine ähnliche Aussage finden wir vom Herrn Schäuble. Aus Anleihen Focus Money. Zypern wird einen schweren Weg gehen, so oder so. Ja. Wolfgang Schäuble macht sich nichts vor. Im Grunde so genommen, so. Sie haben gar keine Chance. Es geht um die Überschriften, wie wir schon häufig festgestellt haben, die Dinge nicht selten auf den Punkt bringen. Hier ist jemand nicht brav gewesen und hat tatsächlich eine Weile sich verweigert. Wir erinnern uns, am Anfang der Situation sollte ja tatsächlich jeder Sparer in Zypern oder jeder Kontobesitzer in Zypern ein bisschen was verlieren. 6,75%, diejenigen unter 100.000 Euro und die über 100.000 Euro irgendwo in der Größenordnung 9,9%. Das war im Gespräch. Und dann hat man sich in Zypern einfach verweigert. Also man hat ähnlich reagiert, wie man das vielleicht auch in Island noch in Erinnerung hat. Die haben sich auch verweigert an bestimmten Stellen. Und das ist gefährlich. Wenn jemand Schuld nicht mehr anerkennt, dann ist er frei. Die Schuld ist eine Sache im Kopf. Ja. Und das ist etwas ganz Wesentliches. Es gibt eine Karte im Tarot, die Karte des Teufels, die das sehr schön bildhaft darstellt. Dieser Teufel hat eine Kette in der Hand, in der zwei Menschen gefangen sind. Und wenn man sich dieses Bild, ich rede vom Rider-Waite-Tarot, klassisches Tarot, dass man dort eben sehen kann, diese Kette um den Kopf, den Menschen, die ist ganz weit, die könnten die ganz leicht abnehmen, die ist nicht eng. Und hier geht es aber darum, diese Undenkbarkeit zu fixieren. Es geht darum, das darf nicht sein. Zypern wird gerettet oder geht unter. Zypern geht nicht unter, wenn die Zinsen nicht bezahlt werden. Das, was passiert ist, dass diese Strukturen erhalten bleiben. Und jemand, der das in Frage stellt, ist genauso gefährlich wie jemand, der das Recht in seine eigene Hand nimmt, der sich nicht mehr alles gefallen lässt, der die Dinge hinterfragt. Ja. Das ist etwas während den Anfängen und tatsächlich ist Zypern, das werden wir nachher noch hören, eine Blaupause für das, was kommen wird. Und hier wollte man auf jeden Fall vermeiden, dass sich dieser Zwerg, im Übrigen ja auch eine geteilte Insel, auch das ist kein Zufall, wir werden nachher noch eine weitere geteilte Insel betrachten, Korea, dass also diese geteilte Insel sich so aufmüpfig zeigt. Und nun ist es natürlich in der Auswirkung so, dass einige Menschen alles verloren haben auf ihren Konten. Man spricht bis zur kompletten Enteignung bei manchen Banken, bei manchen anderen von Enteignungen von bis zu 80% über die Vermögen von über 100.000. Und wir sprechen natürlich von Menschen, die ihre Lebensversicherung vielleicht gerade ausgezahlt bekommen haben und Ähnliches. Oder ein Haus bauen wollen, oder? Eine interessante Information diesbezüglich unmittelbar aus Zypern ist, dass dort ganz viele Zyprioten gerade ihre Kredite bekommen haben, um die Studiengebühren ihrer Kinder in England zu bezahlen. Und zwar unmittelbar, bevor das passiert ist, was wir hier beobachten.
wirklich also Tage oder Stunden davor. Denn es ist üblich, dass die Zyprioten, die es sich leisten können, ihre Kinder in England studieren lassen. Ja. Es gibt auf Zypern keine Universität. Und die Gebühren, die Standardgebühren in England belaufen sich auf 40.000 Euro pro Jahr. Und diese Gebühren werden sehr, sehr häufig in Form von Krediten von den Eltern gestemmt. Ja. Also auch hier bleibt es bei der Schuld. Die Kinder, die also dann fertig mit dem Studium sind, sind funktionierende Sklaven, denn sie haben viel abzutragen. Ja. Hier sind es häufig eben aber auch die Eltern, die hier stellvertretend zu zahlen haben. Und unmittelbar bevor das passiert ist, sind diese Kredite von den Banken auf die Konten gebucht worden. Dann hast du also auf deinem Konto auf einmal nicht mehr 10.000, sondern 50.000 Euro. Oder nicht mehr 60.000, sondern 100.000. Und das ist gerade wirklich unmittelbar passiert. Und dann ist es. Und es werden übrigens für diese Kredite, die dort vergeben werden, häufig entsprechend auf den Immobilien der Menschen dann Sicherheiten eingetragen. Hier kann man sehen, wie das alles so ineinander greift. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die hat die Zypernkrise nicht betroffen, obwohl sie Konten auf Zypern haben. Das ist aus den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Brüssel befreit Griechen in Zypern von der Zwangsabgabe. Ach. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Brüssel. Ja. Brüssel befreit die Griechen in Zypern vor der Zwangsabgabe. Muss man wirklich zweimal lesen, weil es so unfassbar ist. Ja, also du kannst dir gleich noch den kleinen Text darunter, den etwas fettgeschriebenen. Der griechische Finanzminister teilt mit, das Bankvermögen der Griechen ist von allen Zwangsabgaben befreit, egal wo die Griechen ihre Konten haben. Dies sei ihm wegen des Sparprogramms für Griechenland von der EU-Kommission und der EZB garantiert worden. Ja. Sehr schön. Also auch hier wird nach Gutsherrenart und Gutdünken entschieden. Aber es gibt noch mehr Menschen, die nicht Probleme haben, auch wenn sie Konten auf Zypern haben. Und das sind die Engländer. London erstattet Briten in Zypern die EU-Steuer. Auch und hier interessanterweise sprechen wir jetzt in diesem Artikel von einer EU-Steuer. Also die Zwangsabgabe und das Einfrieren der Konten wird also jetzt hier anders bezeichnet. Die britische Regierung hat angekündigt, dass britische Regierungsbeamten und Soldaten, die auf Zypern stationiert sind, denen die Bankensteuer erstattet wird. Ja. Also jetzt vielleicht nochmal ein kurzer historischer Hinweis. Zypern war ja englische Kronkolonie. Übrigens auch etwas, auf das man ein bisschen genauer achten kann. Es gibt nämlich Teile des Commonwealths und es gibt Kronkolonien. Und Zypern hat nach wie vor noch zwei große britische Standorte des Militärs, die auch nicht zu Zypern gehören, sondern eben zu England bzw. zur Krone. Und es leben viele Engländer auf Zypern und die hat man entsprechend auch dort herausgenommen. Viel interessanter ist aber die letzte Gruppe von Leuten, die auch kein Geld in Zypern verloren haben. Denn hier geht es um diejenigen, von denen man glaubt, die trifft es am meisten. Reicht, wenn du den ersten Teil vorliest. Die Russen räumen die Konten leer aus den MMM-News. Während für normale Sparer die Banken jetzt bis Donnerstag geschlossen bleiben, inzwischen eben jetzt bis Dienstag, ne? Russische Oligarchen ihr Geld bereits... Nee, bis zu heute. Also Donnerstag, Tag. Ah, ja. Das ist eine Meldung vor wenigen Tagen. Okay. Sollen russische Oligarchen ihr Geld bereits in Sicherheit gebracht haben über offene Zweigstellen zypriotischer Banken in London und Russland? Genau. Ach, da geht's dann. Also in London und in Russland konnte man, auch wenn man eine zyprische Bank hatte, dort in die Filiale gehen und ganz normal sein Geld abholen. Ja, aber da habe ich gestern in den Nachrichten oder irgendwo dann gesehen, das wird so dargestellt, als wenn die Russen, also jetzt alle böse Oligarchen sind, die illegal eben ihr Geld schon vorher rausgebracht haben. Das ist ja ein Aspekt, der gebraucht wird, um die Vorstellung aufrechtzuerhalten, die man vermitteln möchte. Tatsächlich aber können wir sehen, dass es ganz viele Besonderheiten gibt und dass gerade eben jene, übrigens auch die zyprischen Politiker haben ihre Konten entsprechend vorher vorbereitet, die anders behandelt werden. Und genau das ist auch wichtig, damit die Schäferhunde weiter glauben, dass sie keine Schafe sind. Du kennst meinen Hinweis, den ich schon häufig gegeben habe. Hier wird auf diese Art und Weise eben auch vieles, was sonst kritisiert würde, für andere gangbar, denn es betrifft mich ja nicht. Ich habe kein schlechtes Gewissen, ich habe nichts zu verbergen. Das ist das, was gebraucht wird, um diese Art von, ja,
Strukturreform und Machterhalt durchzusetzen. Also von daher ist das ein interessanter Aspekt. Ich habe hier noch eine Meldung mitgebracht, die vom Prinzip her nur noch diese kurze Überschrift braucht. Selbst für abgebrühte Analysten ist es mehr als nur ein spekulativer Großversuch. Zypern steht kurz vor der Reanimation seines eingefrorenen Finanzkreislaufs. Die gesamte Eurozone blickt mit den Bankkunden in Zypern einem Experiment mit ungewissem Ausgang entgegen. Jetzt hast du interessanterweise, so wie du es vorgelesen hast, gar nicht den wesentlichen Punkt so betont. Zwei Aspekte möchte ich gerne nochmal herausstellen. Ein Großversuch. Ein spektakulärer Großversuch. Genau. Selbst für abgeprüfte Analysten ist es mehr als ein spektakulärer Großversuch. Zypern steht kurz vor der Reanimation seines eingefrorenen Finanzkreislaufs. Die gesamte Eurozone blickt mit den Bankkunden in Zypern einem Experiment mit ungewissem Ausgang entgegen. Es ist ein Großversuch und ein Experiment. Ja. Und das ist das, was hier so wichtig ist. Und da möchte ich gerne einfach nochmal darauf hinweisen, gib mir doch netterweise diese Meldung nochmal. Also wenn wir hier uns das anschauen, schmerzhaft steht da, aber dann können wir hier sehen, selbst für abgebrühte Analysten ist es mehr als nur ein spektakulärer Großversuch. Hier wird es ganz deutlich gesagt, es ist mehr als nur ein spektakulärer Großversuch. Heißt, es ist ein Großversuch. Und das wäre schon schlimm genug, aber es ist noch mehr. Es ist mehr und es wird damit auch ganz klar nicht gesagt, ist es ein Großversuch, sondern es wird deutlich darauf hingewiesen, dass es eben ein solcher ist. Und eben auch hier deutlich gesagt, wir blicken mit den Bankkunden in Zypern einem Experiment mit ungewissem Ausgang entgegen. Also hier geht es sehr stark um diese Dimension. Es ist ein Experiment, das gemacht wird, um zu gucken, wie das künftig in anderen Fällen auch ablaufen kann. Wie weit kann man gehen und wie weit kommt man damit durch und protestieren die Leute? Scheinbar geht es ja weiter. So. Und ich habe hier nochmal diese Meldung dabei, weil sie einen anderen Aspekt auch nochmal aufzeigt, und zwar der Herr Dieselblöm verunsichert die Märkte. Das habe ich hier so als kleine Nebenmerkung. Okay. Und hier ist der eigentliche Meldung, wenn du magst. Aus dem Spiegel Online. Ein krasser Verstoß gegen die offizielle Vertuschungslinie. Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem muss Prügel einstecken, weil er sagte, die Sparerbeteiligung auf Zypern werde möglicherweise kein Einzelfall bleiben. Dabei hat er einfach nur die Wahrheit ausgesprochen. Ja, gib mir das doch bitte nochmal. Also hier auch wieder eine großartige Meldung, wenn man genau hinblickt. Ein krasser Verstoß gegen die offizielle Vertuschungslinie. Ja. Es gibt also eine solche. Die offizielle Vertuschungslinie. Es gibt nicht nur eine Verschwörungsvertuschungslinie für die Verschwörungstheoretiker, sondern es gibt eine offizielle Vertuschungslinie. Und das ist ein krasser Verstoß. Einfach und deswegen muss er Prügel einstecken. Ja. Weil er sagte, die Sparbeteiligung auf Zypern werde möglicherweise kein Einzelfall bleiben. Dabei hat er einfach nur die Wahrheit ausgesprochen. Also hier wird ganz deutlich auch jedem gezeigt, das, was hier jetzt passiert, ist ein erstes Experiment mit einem winzigen kleinen Staat mit 0,2% Bedeutsamkeit, der uns sowieso ein Dorn im Auge ist, denn Zypern hatte die niedrigste Steuer für Unternehmen innerhalb der EU. 10% Unternehmenssteuer, 14% Mehrwertsteuer. Das macht sich nicht gut, wenn man an anderen Stellen innerhalb der EU 20 und mehr Prozent Mehrwertsteuer verlangt. Dann möchte man doch gerne, dass das für alle ganz gerecht nach unserer verdrehten Vorstellung eben diese Ausnahmen abgebaut werden. Das ganz große Thema, was jetzt inzwischen anstehen könnte, Luxemburg sein. Luxemburg hat sehr viel Parallelität zu Zypern. Mhm. Ja, ich habe hier noch eine weitere Meldung, die viele Aspekte beinhaltet. Die Überschrift, vielleicht Joe, nimmst du es einfach mal. Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Zypern-Deal. EU übernimmt Kontrolle über Bankguthaben in Europa. Toll. Die EU übernimmt Kontrolle über Bankguthaben in Europa. Ja. Das ist eigentlich ja eine Horrormeldung, aber de facto wird es einfach gemacht. Gib mir doch bitte nochmal, es ist ein umfangreicher Hinweis, der sich hier heraus ergibt. Und ich möchte nochmal sagen, ich bringe es deswegen mit, weil ich einfach diese Dimension dieses Wecksignals transportieren möchte. Es hat ein neuer Akt begonnen in diesem Theater. Ja. Das ist gar keine Frage. Es hat ein neuer Akt begonnen und dieser Akt wird viele, viele Veränderungen im Gepäck tragen. Und hier sind sehr, sehr viele Hinweise. Also hier steht zum Beispiel,
Nur scheinbar ist nämlich der Wegfall der Zwangsabgabe ein Erfolg. Die Euro-Retter haben davon vorerst die Finger gelassen, weil es sonst am Montag zu einem Bankrun in ganz Europa gekommen wäre. Der Schuldenschnitt ist in Wahrheit viel härter, denn die Troika aus von niemand gewählten Funktionären von EU, EWF und EZB hat nunmehr amtlich festgestellt, Bankguthaben von über 100.000 Euro sind vogelfrei. Auf sie kann nach Belieben ohne Vorwarnung und ohne Rechtssicherheit über Nacht zugegriffen werden. Die Grenze von 100.000 Euro ist absolut willkürlich. Und das ist etwas, das den Menschen nicht bewusst ist. Ja, die greifen uns einfach in die Tasche und sagen dann noch, das ist amtlich, das dürfen wir jetzt. Es sind eben auch alleine kleine Firmen, das wird hier beschrieben, betroffen in Zypern, die natürlich Gelder brauchen, weil sie 40, 50, 60 Menschen bezahlen müssen jeden Monat und alleine aus Lohnkostengründen. Zypern wird bestraft und diese Strafe wird hart ausfallen. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten beobachten können. Und hier sieht man, wer nicht sofort springt, und nicht alles mitmacht, der wird vorgeführt. Und wir erinnern uns an eigenartige Dinge. Vielleicht erinnerst du dich oder sicher erinnerst du dich noch an Herrn Dominik Strauß-Kahn, der ehemalige Chef des EWF, jetzt ersetzt worden durch die Frau Lagarde. Und dieser Strauß-Kahn ist auch wirklich öffentlich bestraft worden. Ja. Man hat ihn nicht nur vorgeführt, er war ein Mann, der eigentlich immun war, einen Diplomatenstatus hatte, der festgenommen worden ist, den man verhöhnt hat. Ja. Hier sieht man, wer ausschert aus dem System an ganz vielen Stellen, wird vorgeführt. Und hier steht Zypern stellvertretend für den Buhmann innerhalb der EU. Ein kleiner Buhmann, den man ohne Probleme verprügeln konnte. Ja. Ich habe eine Meldung, die jetzt aus Zypern hinausführt. Wir sind also an dieser Stelle jetzt sozusagen eher mit dem Blick ausgerichtet auf jene Bereiche, die uns hier betreffen. Und das ist eine sehr deutliche Aussage. Bankenkrise, die Einlagensicherung ist null und nichtig, sagen die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Nach dem Haircut in Zypern stellen sich nicht nur die Kleinsparer die Frage, wie sicher ist ihr Konto. Auch die Banken wollen nicht länger in eine Versicherung einzahlen, wenn der Staat am Ende trotzdem die Bankguthaben nach Gutherrenart enteignet. Ja. Schönes Bild dabei. Ich habe zu dieser Meldung aus der Stuttgarter Zeitung noch was mitgebracht. Okay. Und zwar ein Interview mit dem Herrn Gauweiler. Und der Herr Gauweiler wird also hier gefragt, wie das denn hier in Deutschland wäre. Und hier wird gefragt, Herr Gauweiler, in Zypern soll jeder, der Geld auf der Bank hat, eine Zwangsabgabe leisten. Ist das zulässig? Und er sagt als Antwort, das Ganze hat eine völlig neue Qualität. Da treffen sich in Brüssel 17 Finanzminister und allein nach deren Willen werden über Nacht den Menschen in Zypern ihre Konten gesperrt und das Online-Banking eingefroren. Ohne Gesetz, ohne Rechtsverordnung, ohne Parlamentsbeschluss wird jedem Sonnenschirmverleiher ein fester Teil seines Ersparten genommen. Und er bringt sie auf den Punkt, das steht in der Stuttgarter Zeitung. Und hier steht dann weiter, und jetzt kommt die spannende Frage, so etwas wäre in Deutschland rein juristisch sicherlich undenkbar. Es gibt im Kreditwesengesetz KWG den nicht sehr bekannten Paragraph 47. Wenn wirtschaftliche Schwierigkeiten bei Kreditinstituten zu befürchten sind, die schwerwiegende Gefahren für die Gesamtwirtschaft erwarten lassen, kann die Bundesregierung anordnen, dass Banken schließen und im Kundenverkehr keine Zahlung mehr leisten. Das kann durch Rechtsverordnung sehr schnell geschehen, auch am Wochenende. Die Begriffe in diesem Paragraphen sind auch noch schwammig formuliert und bieten der Regierung einen großen Interpretationsspielraum. Also könnte uns theoretisch irgendwann das Gleiche widerfahren wie den Zyprioten. Allein, sagt jetzt Gauweiler, allein der Umstand, dass der Staat Geld für die Rettung des Euro braucht, würde einen Zugriff auf die Sparbücher wahrscheinlich nicht ermöglichen. Erst wenn die Rettungspolitik in eine Situation führt, dass die deutschen Banken in Zahlungsschwierigkeiten kommen drohten. Aber er sagt dann im nächsten Satz hier weiter hinten, dass eben das sehr, sehr leicht auch eine Interpretationssache ist. Und so wird eben hier gesagt, und das ist ja die typische Frage, die jetzt immer wieder auftaucht, 2008 hat Angela Merkel eine Garantie für die Spareinlagen in Deutschland gegeben und gestern erneuert. Das stimmt nicht. Frau Merkel hat nie eine Garantie gegeben. Sie hat gesagt, wir sagen, es sei so. Genau. Genau. Wir sagen, dass das Geld sicher sei, hat sie gesagt. Fast biblische Formulierung. Und diese Formulierungen erwachsen ja nicht aus dem Verständnis von Frau Merkel, sondern diese Formulierungen werden ihr gegeben. Und als Vorleserin
werden die dann genau so weitergegeben. Wir sagen, wir, ist schon mal die Frage, wer ist wir? Wir sagen, dass das Geld sicher sei, ist eigenartig. Wenn du jemanden fragen würdest, ist das Auto wirklich unfallfrei? Und ich würde sagen, wir sagen, dass das Auto unfallfrei sei, dann würdest du sagen, das klingt für mich eher so, als wäre da was nicht in Ordnung. Ja. Aber hier macht die Presse eben auch eine Garantie daraus. Und hier sagt sie weiterhin, wir müssen uns also keine Sorgen machen. Und jetzt sagt er, Frau Merkel tut sicher gut daran, dies noch einmal zu erklären. Mindestens ebenso wichtig wäre es allerdings, auch unsere gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für die Einstellung des Bankverkehrs präziser zu fassen. Der gerade erwähnte § 47 ist rechtsstaatlich in bedenklicher Weise bewusst weit und unbestimmt gefasst. Also hier geht es noch weiter und hier haben wir also aus der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit einem deutschen Politiker, der sehr deutlich sagt, wie die Situation ist. Mhm. Eine andere Meldung führt uns jetzt hinaus aus Deutschland. Ich sage es nochmal, Überschrift ist ja auch, Berlin könnte Banken kurzfristig schließen, steht da über dem Bild von Herrn Gauweiler. Ja. Obwohl er erst gesagt hat, eigentlich dürfte es nicht sein, aber letztlich. Jederzeit. Sofort. Ohne Probleme, denn wir wissen ja auch hier in Deutschland, ist es längst nicht Berlin, wo entschieden wird. Ja. Blicken wir ein bisschen über die Grenzen Deutschlands hinaus. Eine sehr, sehr, sehr interessante Meldung, die Dimension aufzeigt. Nochmal, es hat ein neuer Akt begonnen. Es ist ein Dominostein gefallen. Der schwarze Schwan hat sich aufgeplustert. JP Morgan erwartet Ende des freien Bankkontos in Europa. JP Morgan erwartet Ende des freien Bankkontos in Europa. Ja. Deutsche Wirtschaftsnachrichten, keine Verschwörungstheorie. Wir sagen, du kannst ruhig auch nochmal, wenn du magst, diesen Abschnitt. Zypern wird JP Morgan zufolge kein Einzelfall bleiben. Die eingeführten Kontrollen des Geldverkehrs werden nach und nach auf andere EU-Länder übergreifen. Damit müssen sich die Europäer auf Limits bei Abhebungen und Überweisungen einstellen. Wir haben das ja bereits. Wir haben ja diese Limits in Italien, wir haben Limits in Spanien, wir haben Limits in vielen Ländern. In Schweden haben wir ja bereits die Situation, dass teilweise überhaupt kein Bargeld mehr verfügbar ist. Und in einigen Banken inzwischen ganz schnell auch der großen ersten Bank gefolgt werden wird. Ja, haben wir neulich, letzte Sendung, ne? Ja. Die erste Bank, also hier kein Bargeld werden deutliche, mehr. Ich habe auch bewusst ein bisschen mehr Meldungen mitgebracht. Wir sprechen zwar von einer illusionären Ebene, aber innerhalb der Illusion wird jetzt so schön deutlich, was hier passiert. Und dass alles, was du für stabil hielst, fragmentarisch zusammenbricht. Ja, wir merken es an ganz vielen Stellen. Ich habe hier eine weitere wunderbare Meldung, die ganz deutlich ausspricht, was Sache ist. Zwangsabgabe, heimliche Vorbereitungen haben weltweit begonnen. Heimliche Vorbereitungen also für eine Zwangsabgabe haben weltweit begonnen. Die globale Schuldenkrise könnte weltweit im Zypern-Modell folgen. Spanien, Neuseeland und Großbritannien haben still und leise damit begonnen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Zwangsabgaben zu schaffen. Also das ist der ganz klar bereits vorhandene, entsprechend vorbereitete Aspekt. Der galoppierende Wahnsinn. Ja, also wir kommen übrigens gleich nochmal zu diesem Thema, um ein bisschen zu präzisieren, was hier in Deutschland gemacht worden ist. Denn hier gibt es auch schon Vorbereitungen, ganz konkreter Natur. Aber ich wollte es ein bisschen zurückstellen, kommt gleich noch. Hier in Deutschland gibt es natürlich inzwischen auch Bewegungen, die anzeigen, dass immer mehr Deutsche dem Euro nicht trauen. Und natürlich in diesem Zusammenhang auch die Anti-Euro-Partei AfD. Ja, wird als rechtsextrem diffamiert, ne? Tagesschau diffamiert die Anti-Euro-Partei als rechtsextrem, ja. Ja, ich habe das nur mitgebracht. Ich möchte ein ganz deutliches Statement abgeben, habe das schon getan, aber noch einmal an dieser Stelle ganz klar, wir haben ja in etwa einem halben Jahr eine Wahl hier wiederum, möglicherweise noch einmal. Ganz klar ist eine gute Empfehlung, keine Stimme abzugeben, niemand zu ermächtigen und deine Stimme nicht in irgendeiner Urne zu versenken. Wenn ich also hier auf die AfD hinweise, dann mache ich das deswegen, um zu zeigen, wie schnell eben hier jemand, der gegen den Euro agiert, in eine bestimmte Ecke gestellt wird. Mhm. Und das ist der wesentliche Punkt, den wir sehen können. Und auch hier besetzt der Staat jene Bereiche, die er fürchtet, bildet Auffangbecken. Und
wird in der altbewährten Form nach wie vor dafür sorgen, dass dort die Kräfte sich an ganz vielen Stellen dann ausspülen und nichts viel an dem bewirken können, wo es wirklich kritisch werden würde. Also das Parteiensystem hier in Deutschland ist ganz sicherlich nicht dazu geeignet, Lösungen fundamentaler und tatsächlicher Art zu bewirken, sondern wir können einfach sehen, hier werden ganz bestimmte Richtungen sofort ideologisch verteufelt und in eine bestimmte Richtung hineingesteckt. Und hier wird dann noch gesagt, der Beitrag ist ein Schurkenstück. Wenn solche Denunziationen zur Norm werden, ist die deutsche Demokratie wirklich am Ende. Ja. Wann immer wir die gehabt haben, aber das wird ja ganz deutlich gesagt, das ist das Ende der Demokratie. Ja. Also wählen können wir uns dann schenken, wenn eben die Ich habe hier eine weitere Meldung, der Herr Stoiber war bei der Frau Anne Will und hat auch dort eben genau jene Ängste bedient, die man noch nutzen kann, um den Euro als ein wichtiges Fundament des Friedens zu präsentieren. Er hat gesagt, ohne Euro bekommen wir Zustände wie vor dem Weltkrieg. Und das ist einfach etwas, das eine Farce und eine Frechheit ist. Und wir lassen uns nicht nur anlügen, sondern ins Gesicht spucken. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass das wirklich durchschaut wird. Dankenswerterweise ist es so, dass Zeitungen wie der Fokus, wie der Spiegel und der Stern immer weniger Leser finden. Aktuelle Zahlen habe ich dabei, geht ganz schnell, werden uns gleich noch begegnen. Jedenfalls merken wir hier, wie die Ideologie verteidigt wird. Künstliche Strukturen, die dich in bestimmten Rahmen halten sollten, gedanklichen Rahmen. Und es ist einfach wichtig, das zu durchschauen. Deswegen bringe ich diesen ganzen Kram mit. Ja. Das können wir uns eigentlich sparen. Hier ist noch ein weiterer Artikel, ja, dass eben der Euro ein ganz wichtiger Aspekt ist und dass man ihn nicht schlecht machen soll. Aber ich habe ein Plakat mitgebracht, das möchte ich gerne vorlesen. Und zwar ist es ein Wahlplakat von 1999. Was kostet uns der Euro? Ist eine Frage, die hier stellvertretend von der CDU dem Wähler beantwortet wurde. Und da gab es eine Unterfrage. A. Muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen? Und hier gibt die Antwort der CDU auch gleich mit. Ein ganz klares Nein. Der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften. Mit den Stabilitätskriterien des Vertrages und dem Stabilitätspakt wird von vornherein sichergestellt, dass die Netto-Neuverschuldung auf unter 3% des Bruttoinlandsproduktes begrenzt wird. Die Euro-Teilnehmerstaaten werden daher auf Dauer ohne Probleme ihren Schuldendienst leisten können. Eine Überschuldung eines Euro-Teilnehmerstaats kann daher von vornherein ausgeschlossen werden. Das ist ein Wahlplakat und hier geht es wirklich um den Schuldendienst. Ja, und glaube ich, da sieht man, was man von Wahlversprechen halten darf. Okay. Ja, brauchen wir nichts weiter zu sagen. Letzte Meldung zum Thema Euro. Wir haben ja noch anderes. Ja, wir haben anderes und mindestens genauso Spannendes, aber das hier ist eine schöne Meldung, denn natürlich möchte man nicht, dass es allzu sehr in die Köpfe dringt, dass dieser Dominostein tatsächlich gefallen ist und das, was hier passiert, eben nicht nur ein kleines Land oder eine kleine Insel betrifft, sondern dass hier mehr in Gang kommt. Und so hat der Spiegel eine Überschrift ganz schnell verändert. Die erste hieß Lehren aus der Zypernkrise, der Euroraum wird zerbrechen. Das war die Überschrift beim Spiegel. Aha, okay. Und dann hat man sie... In der Online-Ausgabe wurde die Überschrift Der Euro wird zerbrechen durch eine harmlosere Variante ausgetauscht. Kannst du dann Lehren aus der Zypernkrise? Der Euroraum wird zerbrechen. Ja, also du kannst. Der Euroraum. Nein, also das ist die erste Meldung. Du kannst gleich die zweite veränderte dann dahinter sehen. Die habe ich dahinter geklemmt. Ach so, die ist dann da. Jetzt hilft nur der Staatsbankrott. Lehren aus der Zypernkrise. Jetzt hilft nur der Staatsbankrott. Muss ich glaube ich beide zeigen. Genau. Sieht erst da. Also, der Euroraum wird zerbrechen, ist in der Meldung und da ist es dann, jetzt hilft nur noch der Staatsbankrott. Ja, und der Staatsbankrott ist natürlich nur der von diesem kleinen, unwichtigen Land. Also, hier merkt man, wie auch ganz schnell sozusagen bestimmte Denkweisen aufrechtgehalten werden sollen und andere, die möglicherweise daran rütteln, die werden sehr schnell wieder entschärft. Okay. Abschluss für den Euro.
Ich habe noch was zum Papst. Ja, das ist ein ganz. Und der Papst ist natürlich eine interessante Figur. Er ist der Pontifex, der Brückenbauer. Wir sind jetzt unmittelbar vor Ostern und heute treffen wir uns ja an einem Tag, der nach dem Zeugenkreis zu früh wäre für unser Treffen, denn wir haben noch 3 Tage, bis tatsächlich der Zeugenkreis endet und von daher haben wir uns wegen der entsprechenden Feiertage ein bisschen früher getroffen. Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, der Papst, der Brückenbauer, könnte möglicherweise gerade zur Osterzeit eine sehr wichtige Funktion erfüllen. Das wird uns gleich noch begegnen. Hier aber habe ich zunächst einmal eine Meldung, die eine Kampagne gegen den neuen Papst wittert, also gegen den Papst Franziskus aus der Welt. Die habe ich mitgebracht, weil das natürlich schnell geht. Kaum ist der Alte weg, kommt der Neue dran und auch der hat sofort irgendwie Ärger. Mhm. Vatikan wittert Kampagne gegen Papst Franziskus. Die Rolle von dem Papst zur Zeit der argentinischen Militärjunta bleibt unklar. Während Betroffene ihn entlassen, legen andere mit harten Anschuldigungen nach. Der Vatikan reagiert verschnupft. Ja. Also es geht um die Rolle eben in diesen Putschzeiten in Argentinien des Papstes und dort unterstellt man ihm, dass er sich nicht ganz in Ordnung verhalten hat. Ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, denn das braucht uns heute nicht so sehr beschäftigen. Es gibt ganz andere Qualitäten und ganz andere Hinweise. Mhm. Ich habe die Meldung nur mitgebracht, dass also auch der neue Papst irgendwo ganz schnell, nachdem er jetzt seine neue Tätigkeit übernommen hat, auch wieder beobachtet wird. Sehr gut, und er wird uns ja nun sehr stark präsentiert als eine Figur, die zur Solidarität mit den Armen aufruft. Und so habe ich hier eine Meldung mitgebracht aus der FAZ. Und da heißt es, Franziskus ruft zur Solidarität mit den Armen auf. Er hat bei seinem feierlichen Amtsantritt in Rom zur Bewahrung der Schöpfung und zur Solidarität mit Armen und Schwachen aufgerufen. Lasst uns Hüter der Schöpfung sein, rief Franziskus. Zuvor hat er die Insignien seiner Macht erhalten, den Fischerring und das Pallium. Dieser Fischerring, der war ja schon mal Thema hier bei Bewusst TV in unserer letzten und vorletzten Ausgabe. Und hier gibt's was sehr Interessantes zu beobachten. Denn dieser Fischerring ist ein anderer, als er bisher bei den Papsten am Finger gesteckt hat. Mhm. Ich möchte gerne vorlesen aus der FAZ. Den vergoldeten Silberring. Wir erinnern uns, der alte Ring des Papstes war ein Goldring. Und der Goldring, der musste zerschlagen werden, weil er auch gleichzeitig Siegel des Papstes war. Und wir haben ja häufig schon über die Bedeutung von Gold gesprochen. Ja. Es steht für Bewusstsein. Ja. Silber steht für Illusion. Silber ist dem Mond zugeordnet, der kein eigenes Licht hat, sondern die Illusion von Licht, nämlich das Sonnenlicht, reflektiert. Silber steht auch für Betrug, steht für etwas davor geschoben ist. Und hier geht es um einen vergoldeten Silberring, den der neue Papst trägt. Den vergoldeten Silberring überreicht Kardinalsdekan Angelo Sodano dem neuen Papst. Dem Wollschal bekam er von, das ist also dann sein anderes Teil, was er dort bekommt, umgelegt. Also hier, das war übrigens der Wollschal, den hatte auch Benedikt getragen, aber hier geht es um den Silberring. Mhm. Und dazu gibt es sogar eine eigenständige Meldung. In Österreich habe ich die gefunden. Und zwar dort beim ORF, Insignien Franziskus setzt auf Schlichtheit, ist die Überschrift. Papst Franziskus setzt auch bei seinen Insignien auf das Einfache. Der Fischerring, den das katholische Kirchenoberhaupt bei seiner Amtseinführung übergestreift bekommen, ist nach einem alten Modell gefertigt. Und hier geht es eben wieder um den Silberring. Er ist eben ein ganz sparsamer Mann. An der Stelle möchte ich sagen, die Vorstellung, dass Armut erstrebenswert ist, ist eine sehr christliche Vorstellung. In vielen anderen Religionen finden wir die Fülle als einen Ausdruck des Göttlichen. Ja. In unserer Vorstellung hier ist es die Armut, die dich auszeichnet. Und warum er das jetzt so macht, dass er die Armen unterstützt, zeigt vielleicht, wir sollen alle arm gemacht werden? Er ist das Auffangbecken genau derer, die jetzt bald ins Netz hineinkommen bei jenen Fischern.
es wird nicht wenig Arme geben. Das ist ein Aspekt. Es geht aber in allererster Linie auch immer darum, um das Abgrenzen und Abschneiden von Fülle, von Versorgtsein, von Schuld, von Armut. Er ist genau der Papst, der das repräsentiert. Und es ist nicht der Hintergrund, dass der Silberring an seinem Finger steckt, weil er so bescheiden ist. Mhm. Hier können wir sehen, wie schön unsere Klischees bedient werden. Ach, was sind wir so froh, ein so sparsamer Mann. Und heute hat er einen interessanten Auftritt. Er besucht nämlich ein Gefängnis in Italien und wäscht dort 12 jungen Strafgefangenen die Füße. Ein sehr rituelles Vorgehen. Hierzu werden wir bestimmt mal eine Sondersendung machen. Ja. Das, was jetzt dort passiert, hat sehr viel mit rituellen Handlungen, sehr viel mit Magie zu tun. Übrigens auch das, was wir momentan erleben können, auf vielen anderen Ebenen. Es wird viel getan, um Strukturen zu erhalten. Ich habe ein Bild des neuen Fischerrings mir angesehen und hoffe, ich habe es dabei. Gab es nicht ein Bier, Franziskanerbier oder so, wo das Bild genauso aussieht wie der neue Papst? Ja, das ist sehr lustig. Kann man nochmal googeln. Das kann man sich anschauen. Ich habe leider wohl beim Aussortieren dieses Bild, ich hänge es ran, ja, ich hänge es an unsere heutige Ausgabe als Link dran mit einem kleinen Bild. Denn dieser neue Fischerring, den der Papst bekommen hat, ist also ein alter Amtsring, der aus dem 14. Jahrhundert stammt und dort einen ganz wichtigen Anteil hat. Neben vielen anderen symbolischen Bereichen finden wir dort das bekannte Pentagramm auf seinem Siegelring. Also das ist etwas, das durchaus unüblich ist für den Papst. Dieser Ring ist auch nicht für einen Papst erstellt worden. Aber das würde uns zu weit führen. Es bräuchte fast eine eigene Sondersendung. Ich habe schon häufig darüber gesprochen, das Pentagramm finden wir überall. Auf den Euroscheinen, auf dem Sternenbanner, auf dem roten Sternen Moskau, in China, im Irak. Überall dort, wo die Menschen befreit wurden, finden wir das Pentagramm. Das Pentagramm steht symbolisch in seiner magischen Qualität für das Erhalten von Strukturen, das Stabilisieren von Strukturen, das Bannen von energetischen Kräften. Es geht um Erhalten von alten Strukturen. Wir erleben eine gewaltige Zunahme an ritualen Qualitäten beim Papst. Das ist ein ganz interessanter Abschnitt, der auch hier innerhalb der Bühne neu zu beobachten ist. Auch hier beginnt ein neuer Akt. Gar keine Frage. Oder hast du eben gesagt, Länder, die befreit wurden, war ja wohl eher zynisch gemeint. Das war zynisch gemeint. Ja, gut, muss noch mal. Zur Sicherheit, ja. Ich habe hier eine andere Meldung. Papst trifft Papst, Franziskus besucht Benedikt. Und hier gibt es einen Satz, den möchte ich gerne vorlesen. Diese Meldung stammt aus dem Fokus. Castel Gandolfo ist Zeuge eines historischen Gipfeltreffens. Der emittierte Benedikt empfängt seinen Nachfolger Franziskus und übergibt ihm ein persönliches Memorandum. Jetzt kommt der wichtige Teil des Satzes. Fortan muss er sich allerdings wieder in Gehorsam üben. Aber ein Schattenpapst will er ohnehin nicht werden. Weiter unten im Text heißt es dann, Benedikt gelobte dem Nachfolger bedingungslosen Gehorsam und betet für Franziskus. Ein Schattenpapst will er nicht sein. Auch interessant. Ein Schattenpapst will er nicht sein. Also hier können wir, wenn wir verstehen, dass die Dinge auf dem Kopf stehen und von Schatten und Licht sprechen, sehr viele Hinweise bekommen. Hier möchte ich nicht alles sagen, was viel wertvoller ist, wenn man es selber herausfindet. Weil dann ein Verständnis entsteht, das nicht versteht, wenn ich einfach nur auf Dinge hinweise. Der Gehorsam ist ein wichtiger Hinweis auf den bisherigen Ungehorsam. Und man darf mal, glaube ich, nach dem schwarzen Papst suchen und nach Jesuiten überhaupt. Natürlich ist der neue Papst ein Jesuit und da kann man auch einfach mal gucken, ob die jetzt... Auch Herr Monti Monti ist ein Jesuit. Wir finden viele Jesuiten. Ja. Und wer dann schon nach Jesuiten guckt, dann mag er auch nach dem Schwur der Jesuiten googeln. Ja.
Und der ist, ja? Der ist der Schwur der Jesuiten ist ein Google-Thema, nach dem es sich lohnt zu blicken. Hier mein Hinweis nochmals, der Papst, der also jetzt Gehorsam gelobt, bedeutet, er war ungehorsam. Was er gemacht hat, weiß man nicht genau. Eine Idee könnte man bekommen, hier geht es um den Geldwäscheverdacht. Papst Franziskus entscheidet über Auflösung der Vatikanbank. Hier kommt etwas, was der neue Papst sehr schnell in Bewegung bringt und dann auch gleich sozusagen neue Möglichkeiten schafft. Ich habe hier übrigens, nachdem du es das letzte Mal angesprochen hast, ein Bild mitgebracht, in dem wir sehen können, was du erwähnt hattest, dieses eigenartige Kunstwerk hinter dem Papst. Im Audienzsaal. Das leider sicherlich nicht erkannt werden kann, wenn man es jetzt hier in die Kamera hält. Auch googeln, man kann es. Aber man kann es energetisch sofort wahrnehmen. Ja. Es hat eine ganz ausgeprägte Energie. Und vielleicht hältst du es rein, ich sage dann zwei Sätze gerne noch dazu. Mhm. Also hier kann man einen gequälten, festgehaltenen. Also der Papst ist ganz klein, das ist ein riesiges Ding, da unten ist der Papst. Und man sieht diese Figur, die von vielen als Jesus interpretiert wird. Man kann, wer genau hinblickt, sehen, wie diese Figur gehalten wird, gehindert wird an ihrer Bewegung. Alleine das normale, übliche Kreuz, das den Christen so vertraut ist, mit einem angenagelten Mann hat eine gleiche Qualität und zeigt auf die wahren energetischen Hintergründe. Und die Figur des Jesus ist ja eigentlich als Mensch kaum noch zu erkennen. Es ist alles ein Zerrbild und ein Hinweis. Ich möchte in dem Zusammenhang gerne nochmal auch auf das Video hinweisen, auf unser Interview zum Thema Satanismus. Ja. Ich weiß, dass das Interview von vielen, wenn es nur einmal gesehen wird, nicht so verstanden wird, wie es gerne herübergebracht hätte und wie ich es auch gerne, wo ich gerne hin drauf weisen möchte. Ich sage nochmal, wenn man es suchen will, dieses Bild, dann genügt wirklich als Suchbegriff satanisch, Papst, Stuhl oder Throne of Pope. Okay. Ne? Nur als Hinweis. Ja, kommen wir mit einem ganz kurzen Blick nochmal innerhalb der Kirche in eine andere Struktur hinein. Ich habe es nur deswegen mitgebracht, weil es ein so schöner nasser Waschlappen ist für all diejenigen, die auch dort sich nicht trauen hinzublicken. Und dann sind wir auch mit diesem Aspekt und Themenbereich fertig. Nonnen in Jugendpsychiatrie Marsberg quälten und missbrauchten Kinder aus dem Fokus. Jahrzehntelang litten Patienten der Kinderpsychiatrie St. Johannesstift im nordrhein-westfälischen Marsberg fürchterliche Qualen. Sie mussten eiskalte Bäder nehmen oder wurden zu Sex mit den Schwestern gezwungen. Mit Strafen erstickten die Gottesdamen Gegenwehr und Protest bis heute. Also auch das wird immer wieder interpretiert als Verfehlung und als Ausnahme. Tatsächlich kann man hier sehr genau sehen, was passiert. All das, was du sehen kannst, ist doch an so vielen Stellen durchschaubar. Die Richter, die ein Recht sprechen, das dieses Wort nicht verdient hat, diese Bezeichnung nicht verdient hat. Die Pharmaindustrie, die sich auf ihren Fahnen schreibt, die Menschen gesund zu machen. Blick dich um, was passiert. Die Politiker, die sagen, dass sie deine Interessen vertreten. Blick dich um, was passiert. Und jetzt guck auf die Kirche. Glaubst du, da ist es anders? Das, was wir hier sehen können, ist Ausdruck dessen, was dort getan wird. Nicht das, was dir gesagt wird. Es ist ganz entscheidend, dass wir beginnen, wahrzunehmen, was ist, und nicht durch unsere ideologische Konditionierung das daraus zu machen, was in diese ideologische Programmierung hineinpasst. Das sind ganz klare Hinweise. Wir leben in einer ganz anderen Welt, als wir es gedacht haben. Und das wird unübersehbar. Die Illusion verflüchtigt sich. Das, was dahinter steht, wird sichtbar. Und das ist ganz entscheidend. Ja. Und dieser Missbrauch ist systemisch, muss man einfach sagen. Es sind nicht Einzelfälle, sondern es ist Teil des Systems. Es ist gewollt. Es ist gewollt. Das ist so wichtig. Ich habe hier eine Meldung, braucht man nicht viel zu sagen, aber sie ist insofern spannend, weil sie aus dem Fokus stammt. Armut in Deutschland ist größer als in Slowenien. Ja, es wird ja immer den Deutschen vermittelt, dass wir hier in einem Land leben, in dem es allen so großartig und so gut geht. Ja. Natürlich gibt es das an vielen Stellen, aber es gibt sehr, sehr viel Armut und die Schere zwischen Arm und Reich klafft weit auseinander.
Und auch vor wenigen Wochen ist ja diesbezüglich der sogenannte Armutsbericht sehr stark verändert worden und den ideologischen Ideen angepasst worden. Und das hier bringt es auf den Punkt. Tatsächlich gibt es eben in Deutschland sehr viel Armut. Und nicht nur größer als Slowenien, also Deutschland liegt da im Mittelfeld, hier ist eben so eine Kurve, also so ein Balkendiagramm, und da ist Deutschland eben, also Anteil der Armut ist da im Mittelfeld. Da sind also viele Länder, ja. Ist das anders. Gut. Also ich habe es auch mitgebracht, weil wir uns selber an ganz vielen Stellen ja auch deswegen schuldig fühlen, bleiben wir bei diesem Trend, weil wir eben dem aufsitzen, was man uns sagt. Allen geht's gut und du dir nicht. Was machst du falsch? Mhm. Das ist auch das, was den Amerikanern eben verkauft wird, wenn man ihnen sagt, du kannst hier alles erreichen. Du kannst in Deutschland. Warum hast du es nicht geschafft? Warum hast du es nicht geschafft? Ja. Es ist eine ganz perfide Art, die Menschen unter Druck zu halten und ihnen noch das Gefühl zu geben, sie selber seien schuldig geworden dadurch, dass sie falsch liegen und falsch reagieren. Meldung, die einfach auch nicht in den üblichen Mainstream-Gedanken hineinpasst aus der Welt. Deutsche Bankgewinn schrumpft um 93%. Hatten wir das nicht letztes Mal schon? Nein, wir haben telefoniert und ich habe es dir am Telefon gesagt. Okay. Die Deutsche Bank muss wegen teurer Klagen in den USA ihre Bilanz revidieren. Also es geht um Rechtsstreit. Ja. Nun steht für 2012, das ist aber schon eine ältere. Nein, das ist eine aktuelle Meldung, sondern es geht nur rückwirkend. Ein gigantischer Gewinneinbruch in den Büchern. Auch aus Österreich droht dem Institut neuer Ärger. Also es geht um Rechtsstreitigkeiten. Ja, und es geht, wenn man sich das betrachtet, natürlich auch eben um Macht und um Strukturen und um vieles, was diesbezüglich betrachtet werden kann. Zwei ganz interessante Meldungen, die für viele auch ein Hinweis sind, der einfach nicht übergangen werden kann. Nimm's hin. Nimm es. Netzpolitik.org. Bestandsdatenauskunft. Bundestag beschließt morgen Schnittstelle zur Identifizierung von Personen im Internet. Ja, ich hatte das Thema schon mal angesprochen, vor 2 oder 3 Ausgaben, dass auch in den USA die Identifizierung im Internet das ganz große Thema ist. Und jetzt haben wir hier inzwischen, ist der Beschluss gefasst, eben in Deutschland auch die Situation, es werden Daten gespeichert, inzwischen nahezu unbegrenzt über alles und jeder kann identifiziert werden. Teilweise ist der Aufwand größer, aber möglich ist es, du bist also im Internet nicht mehr anonym, wenn du nicht wirklich mit sehr viel Aufwand dich eben schützt. Das ist nach wie vor möglich mit Einschränkungen, aber ganz offiziell für all diejenigen, die eben meinen, dass sie ohnehin nichts verbergen, die werden jetzt überprüft. Okay. Die vielleicht interessanteste Meldung im Zusammenhang mit Aktivitäten hier in Deutschland ist diese. Mobiles Banking, lese ich da. Regierung verschafft sich Zugriff auf die PIN-Codes der Bürger. Ja, das ist hier bereits passiert in Deutschland. Rein theoretisch kann die Bundesregierung einen Bankenran ab heute schon im Keim ersticken. Mit dem neuen Gesetz ist es möglich, eben an die PINs und an die Konten der Bürger zu kommen. Halt es bitte ins Bild, damit es jeder sehen kann. Ja. Dieser Beschluss ist übrigens von 30 Abgeordneten in unter 2 Minuten sofort abgesegnet worden. Ja, braucht man nicht lange drüber nachdenken. Ne? Das wird, ist, wie wir so häufig hören, alternativlos. Ja. Ich habe jetzt einen ganz anderen Aspekt, der unbedingt betrachtet werden muss und sicher auch ein Aha-Erlebnis ist. Und ich kann es nur deswegen mitbringen, weil ich über einen persönlichen Draht hier Informationen bekommen habe. Es geht um Nordkorea. Nordkorea ist ja jetzt im Grunde auf einmal auch ganz wieder stark im Fokus der Öffentlichkeit. Als Buhmann. Als Buhmann. Vielleicht als Beispiel dafür diese Überschrift, wenn du möchtest. Nordkorea bringt Truppen gegen die USA in Stellung. Ja. Pyongyang reagiert auf neue Manöver von US-Militärjets. Strategische Spezialeinheiten seien in Einsatzbereitschaft versetzt worden, hieß es aus Pyongyang. Ja, und heute, als ich hierher gefahren bin, habe ich nochmal gehört, dass es also tatsächlich so ist, dass Nordkorea nun völlig durchdreht und die USA angreifen will. Aber wer sich ein bisschen auskennt, kann hier in dieser Meldung etwas lesen, was einen Hinweis gibt auf die tatsächliche Situation. Hier steht nämlich Folgendes. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel, also auch hier haben wir wieder eine geteilte Insel, ist seit dem 3. nordkoreanischen Atomtest im Februar äußerst gespannt. Angesichts der Ausweitung von UN-Sanktionen wegen des Tests und jährlicher südkoreanisch-amerikanischer Militärübungen hatte Pyongyang erklärt, jetzt kommt's,
dem Waffenstillstandsvertrag von 1953 zur Beendigung des Koreakriegs und alle Entspannungsabkommen mit Südkorea nicht mehr anzuerkennen. Der wahre Hintergrund ist, man möchte einen Friedensvertrag. Es ist ja fast wie in Deutschland, ne? Korea haben, ja. hat keinen Friedensvertrag. Und Nordkorea bemüht sich seit vielen Jahren, diesen Friedensvertrag zu bekommen. Der Nordkorea leidet, und zwar ganz erheblich darunter, dass man keinen Friedensvertrag hat. Man ist Feindstaat. Man wird an ganz vielen Stellen mit Sanktionen bedacht. Und ich habe über einen persönlichen Draht zu einem ehemaligen Diplomaten aus Korea, von dem ohne Umschweife genau das bestätigt bekommen, das ist schon seit langem bekannt. Schon der Vater jenes Kim jetzt hat darum sich immer wieder bemüht. Die USA haben kein Interesse daran. Das heißt also, was wir hier erleben, ist keine Kriegsdrohung gegen die USA, sondern der Wunsch eines Friedensvertrags. Und das ist so schön symbolisch. Alles steht auf dem Kopf. Ja. Und wir haben eine wunderbare Meldung, die das sehr schön zeigt, das ist eine Meldung, die ein paar Tage alt ist, wie die USA auf solche Forderungen nach Friedensvertrag reagieren. Die fliegen da mit dem Bomber rüber, B-52 Bomber über der koreanischen Halbinsel, wie ich sagte, ich habe den schon von Weitem gesehen. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un ist offenbar seit kurzem Vater, doch sanfter scheint er nicht geworden zu sein. Die Drohungen gehen weiter und die Amerikaner fliegen nukleare Übungsangriffe. Also es sind ja keine Drohungen, sondern die wollen einen Friedensvertrag und die Amerikaner fliegen nukleare Übungsangriffe. Das ist eine Meldung, die ist ein paar Tage alt und ich habe hier eine neuere Meldung, die ist von heute. USA schicken zwei Atomtarnkappenbomber nach Südkorea wegen der nordkoreanischen Drohungen. Und haben auch schon abgeworfen. Sie haben also keine wahren scharfen Bomben abgeworfen, sondern haben Attrappen abgeworfen. Aha, okay. Das heißt also, hier wird schon sehr deutlich gezeigt, dass man das nicht möchte. Kein Friedensvertrag. Kann kein ja jeder kommen. Einfach mal so Frieden. Ja, wo führen wir dann? In Deutschland wird auf diese Art und Weise, die wir an vielen Stellen bereits kennen, Stimmung gemacht. Die typische Stimme der Bild-Zeitung. Schwimmt Nordkoreas Diktator am Geld? Ja, also das ist einfach die übliche Hetze, der zu klein geratene, wahnsinnige Diktator. Milliardenvermögen gebunkert auf Geheimkonten im Ausland, ja. Während sein geknechtetes Volk in finsterter Armut lebt. Ja. Und immer wieder Hungersnöte ausbricht. Kurz reinhalten. Also das ist das, was hier zu lesen ist. Und wir haben hier noch eine andere Meldung, die eine besonders interessante Überschrift hat. Da ist leider das Foto nicht mit ausgedruckt. Handelsblatt, Nordkorea droht USA mit Blitzkrieg. Ja, die haben es ja nötig. Also hier merken wir, dass absurd eigentlich, ne? Ja, es geht hier auch um bestimmte Begrifflichkeiten. Es gibt, und ich habe es vorhin schon gesagt, eine ganz starke Aktivität gegen mehrere getrennte Länder auf der Welt. Auch das ist sehr symbolisch. Denn diese Trennung, man spricht übrigens dabei vom sogenannten englischen System, finden wir eben in Korea, wir haben sie in Japan teilweise gefunden, nicht ganz in dieser Form, in Deutschland natürlich, auf Zypern natürlich. Und die Stimmung gegen all diese ist eigenartig schlecht. Auch Deutschland wird im Moment sehr schlecht gemacht. Mhm. Einmal natürlich hier in der EU, zu Recht oder zu Unrecht, aber auch an anderen Stellen werden wir gerade im Moment sehr stark mit unserer Vergangenheit konfrontiert. Wir finden viele Hinweise im Moment und viele Spielfilme, die diese Themen wieder ansprechen. Ja. Das hat eine symbolische Bedeutung der getrennten Länder, die durchaus auch ein Symbol sind für unser Getrenntsein, unser Aufgeteiltsein in eine rechte und linke Hemisphäre und unsere Einseitigkeit. Hier aber an dieser Stelle eben mit Korea. Mit Blitzkrieg. Blitzkrieg. Droht den USA, was natürlich völlig lächerlich ist. So ein kleines Land kann ja die USA niemals... Es geht also um etwas ganz, ganz anderes. Mhm. Aber wenn wir in die USA schauen, ich habe hier eine Reihe von Meldungen, die einfach beachtet werden müssen. Wir hatten schon über die Heimatschutzbehörde gesprochen, ja. Dass sie so viel Munition hat. Jetzt gibt's was Neues. Sie bekommt... Hunderte gepanzerte Fahrzeuge. Ja, die Heimatschutzbehörde. Also es ist ja leider. Nicht fürs Ausland, also für Kriege, sondern für Inlands.
Ja, also dann zeigt man sich, also gepanzerte Polizeifahrzeuge werden für die Homeland Security. Homeland, ich habe es schon gesagt, wird uns ja immer mit Heimatschutzbehörde übersetzt. Homeland steht für den Heimatschutz einer Kolonialmacht. Homeland meint die Ausgangsbasis der Kolonialmacht, aber es geht immer tatsächlich um das Basisland. Und hier geht es darum, dass wirklich eine große Anzahl schwer gepanzerter Fahrzeuge, aber auch Granatwerfer, schwere Munition, Hohlspitzgeschosse, 1,5 Milliarden Schuss. Milliarden, ja. Für jeden Bürger. Also wir erleben in den USA eine Aufrüstung gegen die Bevölkerung in einer noch nie dagewesenen Form. Und der amerikanische Bürgermeister Bloomberg bringt was mit. Noch einmal, ich habe so viel Meldung heute mitgebracht, weil ein neues Kapitel im Theaterstück begonnen hat. Und die offene Diktatur. Wird für viele Menschen jetzt sichtbar. Es wird jetzt sehr viel schneller gehen. Mhm. So, Drohnen über New York. Gewöhnen Sie sich an Big Brother. Toll. Ja, der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hält es für verrückt, die Privatsphäre der Amerikaner aufrechterhalten zu wollen. Das ist ja auch verrückt. Ne? Drohnen und andere Hilfsmittel werden alles aufzeichnen, was sich in der Stadt bewegt. Dadurch wird die Lebensqualität erhöht, weil die Sicherheit steigt. Ja so, das macht einen noch gleich, man fühlt sich gleich ganz anders. Ne? Unfassbar. Also die Drohnenüberwachung innerhalb der USA ist ein großes Thema. Ein ganz großes Thema ist natürlich in dem Zusammenhang auch die Tötungsliste des Herrn Obama. Ja. Hier müssen wir ganz klar sehen, dass jede Woche Menschen getötet werden und dass jede Woche der Präsident Ankläger, Richter, Staatsanwalt, Verteidiger und Henker ist. Und dass das jede Woche passiert und im Moment immer offener auch darüber gesprochen wird, dass das auch in den USA in bestimmten Fällen absolut normal ist, Menschen durch Drohnen zu töten. Und das geschieht. Es geschieht jede Woche in Pakistan, es passiert im Irak und es passiert eben auch in anderen Ländern, von denen wir gar nichts wissen. Und das ist etwas, das uns nicht bewusst ist und das wird immer offensichtlicher. Und deswegen dieser Hinweis. Und jetzt Drohnen eben auch in einer amerikanischen Großstadt. Und man soll sich dran gewöhnen, Big Brother, der kann dich aber auch töten auf Knopfdruck. Wir haben vor 6 Wochen bereits in vielen amerikanischen Großstädten große Militäreinsätze beobachten können mit schwarzen Hubschraubern, die mit Munition, mit Maschinengewehren geschossen haben, die geprüft haben, wie sie Autos auf Autobahnen stoppen können. Also hier ist enorm viel passiert. Das ist in Houston passiert, das ist in Miami passiert, das ist in vielen großen amerikanischen Städten vor aller Augen geschehen. Der Ausnahmezustand kommt. Ja, also von daher ein Hinweis. Ein anderer großer Trend ist in den USA die Aufforderung, melde deine Kinder, melde deinen Nachbarn, wenn sie psychisch labil oder krank sind. Auch Ärzte sind aufgerufen, gefährliche Menschen mit eigenartigen Vorstellungen und wirren Gedankengängen anzuzeigen und darauf hinzuweisen. Das ist etwas, das ganz stark in den USA im Moment durch die Medien gebracht wird und verbunden wird mit den Anschlägen. Wir möchten letztlich unsere Kinder schützen und deswegen ist es wichtig, dass hier jeder mithilft. Ich habe gehört, auch die Bundesregierung, die gibt viel Geld aus, damit es Programme, Software gibt, die einfach durch Überwachungskamera das Verhalten der Menschen analysieren kann und sofort dann sagen kann, das ist ungewöhnliches Verhalten, dass man also auch erkennt, wer irgendwas Böses im Schilde führt. Also das wird ganz viel gemacht. Es sind bestimmte Muster und Strukturen, die üblich sind. Und wenn du aus diesen Mustern und Strukturen herausfällst, auffällig wirst, dich aus der großen Masse heraus, uniformen Masse, Gleichschaltung heraus bewegst, dann bist du automatisch verdächtig. Und es gibt inzwischen einige Bereiche, wo Hüte zu tragen verboten ist, weil dann eben diese Systeme dich schlechter auswerten können. Also hier kann man gleich hören, wie man sich ein wenig vielleicht schützen kann, gleichzeitig aber auch sehen, wie der Trend ist. Und dieser Trend ist sowohl in den USA, wie auch in England, wie in Europa, überall allgegenwärtig. Ich habe hier eine Meldung deswegen mitgebracht, weil sie ganz uns entgeht. Ich lese sie vielleicht kurz vor. Bankenrettung in Spanien. Kleinanleger verlieren alles. Das ist die Überschrift hier von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Bankia-Aktien sind am Montag nach einem Downgrade von S&P, also der amerikanischen Ratingagentur, erneut um die Hälfte eingebrochen. Hunderttausende Kleinanleger, denen die Bankia-Aktien als Top-Investment mit geringem Risiko angeboten worden waren, stehen vor dem Totalverlust.
Konkret war es so, dass diese Aktie im Sommer 2011 mit 3,75 Euro gestartet war. Als diese Meldung hier kam, ist sie auf 14 Cent gefallen. Jetzt aber ist passiert, dass man ganz offiziell den Nominalwert der Aktie von 2 Euro auf 1 Cent gesenkt hat. Das ist der kleinstmögliche Wert. Wir sprechen hier von einer gewaltigen Entwicklung hier in Spanien, die einfach aufzeigt, was alles passiert und was völlig an uns vorbeigeht. Hm, unglaublich. Den Medien glaubt man immer weniger. Ich lese es nur kurz vor, weil es noch, damit ich alles schaffe, ich habe ein paar Meldungen, die verdienen es einfach. Die Blitzmeldungen. Blitzmeldungen, genau, so könnte man sagen. Wir hatten den schwächsten Spiegel seit Start der Heftauflagenmessung der 90er Jahre und der zweitschwächste Stern und der schwächste Fokus aller Zeiten. Ach. Das alles zusammen jetzt in vor wenigen Tagen. Und hier kann ich ein paar Zahlen vielleicht mal nennen. 248.000 Leute griffen am Kiosk laut nun veröffentlichter Daten zum Spiegel. 2013 war die Ausgabe. Ich weiß, dass ich früher mit 1 Million Auflage geworben habe. 248.000 Menschen haben den Spiegel gekauft. Immer noch viel zu viel. Ja. Aber das ist immerhin die schwächste jemals seit Start der Aufzeichnung Auflage. Der bisherige Minusrekord aus dem Frühjahr 2012 wurde nochmal um 10.000 Minus-Einzelverkäufe unterboten. Besonders bitter sind die Zahlen beim Stern. Zwar wurde hier der historische Minusrekord aus dem Sommer 2012 knapp verfehlt, doch insgesamt 221.000 Einzelverkäufe sind der zweitschwächste überhaupt. Und beim Fokus ist es noch besser. 66.000 Menschen haben den Fokus gekauft. So viele Zuschauer haben wir bald. Haben wir bei den Tagesenergien. Ja. Also hiermit möchte ich auch gerne darauf hinweisen, dass wir bestimmten Organen viel zu viel Macht in unserer Vorstellung zugestehen. Mhm. In Wahrheit sitzen wir nicht nur in einem Boot an ganz vielen Stellen, sondern können überall, wo wir hingucken, auch dort, wo die Fahnen noch hochgehalten werden, es ächzt und knackt im Gebälk. Der Rauch steigt aus dem Gebäude der EU und die Flammen werden bereits zu sehen sein. Ich habe eine Meldung, die einfach, weil sie einen gewissen Humor ausdrückt, hierher gefunden hat. Es ist eine Meldung aus dem Fokus. Eine Werbeikone, nämlich der Herr Kaiser, übrigens interessanterweise mit dem bürgerlichen Namen Günther Geiermann. Der Herr Kaiser war nämlich die Werbeikone der Hamburg-Mannheimer. Sein wahrer Name Günther Geiermann, das allein hätte hier fast gereicht, um hierher zu kommen, kann sich keine neuen Zähne leisten. Alle seine Zähne im Unterkiefer wurden gezogen, hat aber keine Versicherung selber, hat kein Geld und kann sich keine neuen Zähne leisten. Das ist ja eine traurige Geschichte, Herr Kaiser, wenn ich das gewusst hätte. Ja, hat sich nicht ausreichend versichert. Interessanterweise übrigens weiß ich, dass tatsächlich in den 90er Jahren bei der Hamburg-Mannheimer eine ganze Reihe von Frauen beschäftigt waren, die sich gemeldet haben, Sekretariat, Herr Kaiser, was kann ich für Sie tun? Ja. Weil es viele Menschen gab, die angerufen haben und gesagt haben, ich möchte nur mit Herrn Kaiser sprechen. Ja. Das ist hier zeigt sich die Kinderwelt in allen Facetten. Eine Kurzmeldung, Sarkozy vom Präsidentenpalast in den Knast. Ihm droht im schlimmsten Fall eine Gefängnisstrafe, denn es wird nicht leicht sein, die Vorwürfe des illegal finanzierten Wahlkampfes zu entkräften. Sein politisches Comeback rückt damit in weite Ferne. Gut. Ja, also Sarkozy, ehemaliger französischer Präsident, könnte recht schnell in den Knast kommen. Also ich bringe diese Meldung deswegen mit, es tut sich viel. Ja, absolut. Den Gerichtsvollziehern geht es immer schlechter. Das Münchner Amtsgericht fürchtet um die Sicherheit seiner Gerichtsvollzieher. Immer häufiger treffen sie auf aggressive Schuldner, es kommt zu verbalen Ausfällen und sogar gewalttätigen Übergriffen und das nicht nur in sozial schwachen, sondern auch in gutbürgerlichen Gegenden. Eine Meldung hier aus der Süddeutschen, die aufzeigt, dass die alten Strukturen nicht mehr halten. Ja. Gut. Das Landgericht hat übrigens tatsächlich in Augsburg entschieden, Beschimpfung von Politikern im Internet ist erlaubt. Oh, gut. Ja. Also von daher. Die Beschlagnahme der Daten eines kritischen Online-Nutzers durch die Augsburger Polizei war rechtswidrig. Seine kritischen Aussagen zu einem Beamten
seien durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Ja, ja, ich habe hier noch Meldungen, die könnten wir noch anschauen, aber wir sollten lieber einen Blick auf die energetische Qualität werfen. Okay. Vielleicht nur als ganz kurzes, schnelles Vorlesen der Überschriften, damit niemand denkt, er hat jetzt hier was verpasst. Also ich habe hier einen Artikel noch mitgebracht, der sich beschäftigt mit dem bewussten Zerstören von Geräten nach einer bestimmten Nutzungszeit. Die Überschrift hieß Heute neu, morgen Schrott, Studie zur geplanten Veralterung, eine Meldung aus NTV, in der man klar darauf hinweist, es werden Fehler eingebaut. Geplante Obsoleszenz heißt es. Genau. Das, ja. Und es gibt ja beispielsweise in den USA noch eine Glühbirne, die man im Internet betrachten kann, in einem Feuerwehrhaus, du sagst es richtig, die seit über 100 Jahren brennt, und tatsächlich würden eigentlich Glühbirnen gar nicht kaputt gehen. Das Tragische sind natürlich die Ressourcen, die dabei auf der Strecke bleiben, die unvorstellbaren Müllberge und ganz abgesehen von all dem, was passiert. Ich habe es aus einem Grund mitgebracht. Unser ganzes System, in dem wir uns hier wahrnehmen, lebt von einem ständigen Wachstum. Und alle Zahlen, die man uns präsentiert, alles, was überhaupt dieses System noch mit all diesen Manipulationen am Leben halten kann, basiert auf einem ständigen Wachstum. Wenn man das wegnimmt, ist alles automatisch kaputt. Und es gibt in der Natur nichts, was unendlich wächst. Nein, ein Baum, der erreicht eine gewisse Höhe und dann ist das Wachstum. Es gibt nur eine bestimmte Form von Wachstum im Alter und das ist Krebs. Und genau das drückt sich aus. Okay. Gut. Eine Meldung, ich habe sie deswegen mitgebracht, weil sie das bestätigt, was ich hier vor 4-5 Monaten, ich schätze vor 6-7 Ausgaben erwähnt habe. Die Immobilienkrise trifft ganz hart die Niederlande. Und ich hatte das schon mal angesprochen, tatsächlich ist es also so, in den Niederlanden ist es ein Riesenproblem. Immer mehr Menschen haben Schulden, immer weniger können ihre Hypotheken Darlehen bedienen, die Immobilien werden immer weniger wert. Und auch hier in Deutschland ist es inzwischen so, dass die großen Immobilieninvestoren sich zurückziehen. Für dieses Jahr ist es geplant, einer der ganz großen Investoren alleine über 23.000 Wohnungen hier in Deutschland zu verkaufen, also die Immobilie als die solide Trutzburg gegen Inflation kommt unter Beschuss, denn sie hat einen ganz großen Nachteil. Sie ist offensichtlich für alle erkennbar, kann nicht versteckt werden und sie braucht das Bankensystem, damit überhaupt verkauft werden kann. Ohne Finanzierung gibt es keine Käufer und das ist ein ganz großes Thema, eine Illusion, die auch bereits im Zerbröckeln ist. Ja, ich werde jetzt keinen Scherz über holländische Wohnwagen machen. Gehen wir weiter. Okay. Gut. Ich habe hier noch die erwähnte Meldung aus England noch mitgebracht, dass eben dort es ganz kurz davor steht, dass England komplett ohne Gasversorgung ist, damit auch ohne Stromversorgung wäre. Ich habe sie als eine Meldung mitgebracht, die wir ja hier häufig schon hatten. Nicht mehr funktionierende Stromversorgung ist ein Riesenthema. Es geht um die energetische künstliche Versorgung. Mail online, kannst du es, wenn du magst, reinhalten in die Kamera. Ich habe es eigentlich gesagt. British gas reserves could run dry in 36 hours. Also die Gasreserven könnten in 36 Stunden zu Ende sein. Die Meldung ist 2 Tage her und tatsächlich gibt es Riesenprobleme in England. So viel Schnee ist man nicht gewohnt und das führt eben zu diesem Problem. Die letzte Meldung, die ich mitgebracht habe als Nachricht oder als Meldung hier, als Symbol für das Dahinterliegende, habe ich am Anfang schon erwähnt. Kälteextreme werden häufiger und das ist die Meldung von heute von NTV unter der Rubrik Wissen. Ja. Das ist ein Hinweis auf die Klimaerwärmung, ja, dass es so kalt ist. Du hörst es heraus, wenn ich das schon so betone. Ja. Es ist die Kategorie Wissen. Und hier bedeutet diese Meldung natürlich auch genau das Gegenteil. Arktis-Eis beeinflusst unser Wetter. Kälteextreme werden häufiger. Viel Schnee und eisiger Wind, so sah der März in Deutschland aus. Auch für die kommenden Jahre rechnen Forscher mit extremen Wintereinbrüchen. Denn so widersinnig es klingt, gerade wegen der Erderwärmung wird Europa künftig Kälterekorde erleben. Ja, macht Sinn. Es ist genauso wie eben hier, du es vorhin vorgelesen hast, der Bürgermeister sagt, mehr Drohnen ist mehr Freiheit. Wenn du dein Geld nicht mehr von der Bank holen kannst, bedeutet das Sicherheit.
Und wenn es eben kalt wird, heißt es, eigentlich ist es warm. Ja. Es ist das Verdrehen aller Werte und auch das daran gewöhnen der Sklaven, dass sie die Dinge ohnehin nicht verstehen können. Neusprech, es ist im Grunde. Allerdings, wer dann diesen Artikel liest, der kann viel krudes Zeug lesen. Amerikanische Forscher, die Modellrechnungen gemacht hätten. Es lohnt sich nicht, darüber zu unterhalten. Es ist einfach krank und absurd. Aber man kann hier etwas anderes schön erklären und erkennen. Denn hier wird natürlich darauf hingewiesen, so richtig weiß man es nicht. Man merkt aber, dass man die Dinge immer so beibiegen kann, wie man es braucht. Und wenn man dann seine Frau erschlagen hat, dann war es nur Liebe. Und wenn man seinen Hund ausgesetzt hat, dann hat er einem so leid getan. Und wenn man eben die Menschen beraubt, dann macht man das nur, weil man ihnen helfen will und weil es alternativlos ist. Er ist ein Freund der Armen und er ist ein Menschenfreund und bringt die Brücke zum Göttlichen. Wer ein bisschen hinblickt, kann häufig, indem er einfach das Gegenteilige vermutet, sehr, sehr richtig liegen. Das als Zusammenfassung der vielen, vielen Meldungen. Dann lass uns noch ein bisschen Ausblick halten. Ja, das möchte ich gerne. Ich habe es ja schon ganz am Anfang gesagt, wir haben im Moment ein neues Kapitel innerhalb der illusionären Ebene, die wir hier beobachten. Und diese illusionäre Ebene ist ja für die meisten Menschen die Realität. Das, was um sie herum geschieht. Und wenn ich davon spreche, dass das eigentlich eine Illusion ist, so ist das für die Mehrzahl der Menschen völlig absurd. So absurd wie eben auch die Erklärung von Physikern, dass dieser Tisch nicht wahr und wahrhaftig hier besteht, so wie dieser Stuhl nicht wirklich etwas physisch Vorhandenes ist, was ich wirklich so wahrnehme, sondern winzige Teilchen, die sich umeinander herum bewegen. Also wir können an vielen Stellen feststellen, dass unsere Wahrnehmung nur ein Aspekt ist und eine Form der Wahrnehmung. Und das, was wir jetzt hier in der äußeren Welt beobachten, ist, dass diese Illusion zu bröckeln beginnt. Und diese Illusion bröckelt in der Außenwelt und bröckelt in der Innenwelt. Und diese Innenwelt in uns ist auch etwas, mit dem wir ganz schwierig nur ein Wahrnehmen und ein Bewusstwerden erleben können, denn wir sind so konditioniert. Das, was jetzt in uns nach oben kommt, bekommt auch sofort ein Etikett. So wie es in Zypern ein Etikett bekommt, wie jetzt trifft's endlich die reichen Russen, so trifft eben auch diese Interpretation der Energien in uns sehr häufig auf ein nicht passendes Etikett, auf ein nicht stimmiges Klischee. Mir geht's schlecht. Warum habe ich eben diese Traurigkeit? In Wahrheit sind es energetische Veränderungen, die Strukturen auflösen. Und das fühlt sich nicht unbedingt schön an. Das kannst du körperlich erfahren. Da haben wir eine ganze Reihe von typischen Szenarien ja in alten oder vergangenen Sendungen schon besprochen. Die sind nach wie vor aktuell. Großes Thema sind Knochen, großes Thema sind Nerven, großes Thema ist Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Schwäche. Und es führt einfach dazu, dass diese alten Strukturen nicht mehr erhalten werden. Du selber drehst dich nicht mehr so freiwillig als Zahnrad. Es kommt Sand ins Getriebe, ob freiwillig oder unfreiwillig. All das, was wir hier mitgebracht haben, ist Sand im Getriebe, ist Ausdruck von diesen Veränderungen. Und mein Hinweis, meine Empfehlung ist, das einfach anzunehmen in dieser jetzigen Phase, als eine wichtige Phase. Diese Müdigkeit, diese Schwäche, diese Kraftlosigkeit gibt dir die Möglichkeit, ein bisschen innezuhalten. Wir sind alle so sehr angetrieben und ständig in Bewegung und wissen gar nicht, wo wir hinlaufen. Alternativlos, da geht's lang. Bleib einfach stehen und gucke, ob du überhaupt noch laufen möchtest, in welche Richtung du dich bewegen möchtest. Und wir alle überlegen, was können wir tun, um diese Dinge, die jetzt dort in Gang kommen, vielleicht zu einem Besseren mit zu beeinflussen. Wir alle wünschen uns an so vielen Stellen, dass dieses System auch seine Macht verliert, dass diese Absurditäten ein Ende haben. Tatsächlich aber haben sie in dem Moment ein Ende, wo keine Energie mehr hineinfließt. In dem Moment, wo du den Banken deine Energie nicht mehr zur Verfügung stellst. In dem Moment, wo du dem System an vielen Stellen deine Energie nicht mehr zur Verfügung stellst. Es ist das Wirkungsvollste und auch das Einzige, was tatsächlich gebraucht wird. Und das geschieht.
ob freiwillig oder unfreiwillig. Ich habe schon so häufig gesagt, viele missinterpretieren das, was ich sage, in einem, ich muss also nichts tun, ich muss alles hinnehmen. Das heißt einfach nur, gib deine Energie nicht in etwas hinein, was unbewusst, vollkommen automatisch nach ideologischen Strukturen geschieht, sondern dort, wo deine Energie hinfließt, sollte das bewusst geschehen. Und dann, alleine durch dieses Bewusstwerden, verändert sich alles andere ganz von selbst. Und das ist das, was jetzt in Gang kommt. Und die nächsten Tage, die nächsten Wochen werden deutlich darauf hinweisen und werden immer klarer auch diese Veränderung in uns in Gang bringen, ob freiwillig oder unfreiwillig. Sehr schön. Könnte Schlusswort sein, aber du hast noch ein paar Termine, die du ankündigen kannst. Ja, gerne. Ich habe vielleicht zusammengefasst mit dem, was ich tue, verschiedene Aspekte, die ich auch jedem Einzelnen empfehlen möchte. Das eine sind Beobachtungen. Beobachtungen im Außen, Beobachtungen im Innen. Und dann gibt es den großen anderen Aspekt der Bewusstwerdung. Jenseits auch dieser Beobachtung, in dem mehr in Gang kommt, in dem du selber dich beobachtest aus einer anderen Perspektive, in dem du dir die Frage stellst, wer bin ich? Und all das, was du nicht bist, weglässt. Es ist also nicht eine Suche, sondern ein Loslassen von alten Mustern, das in Gang kommt. Und eine Methode dafür ist das Atmen. Und ich biete also eine Atemreise an, und die ist diesmal ein bisschen südlicher als sonst, also nicht in Walsrode, sondern findet in Marienberg statt, Nähe von Chemnitz, im Erzgebirge, am 1. Juni. Der Marco Helmert von Helmert Seminare, der veranstaltet das. Es ist ein begrenzter Rahmen, weil bei einem Atemseminar nicht beliebig viele Menschen mitmachen können. Und wer mag, ist herzlich eingeladen. Es ist etwas sehr Energetisches. Es ist etwas, das ganz deutlich spürbar wird und wo viel Energie in Bewegung gerät. Und das ist auch etwas, das man tun kann. Und das gleichzeitig so viel mit Loslassen und mit Nicht-mehr-Tun zu tun hat. Denn auch beim Atmen kommt es immer zu einem Moment, in dem du merkst, du musst nicht atmen. Du atmest von allein. Atmen geschieht. Das passiert zwar auch so in unserer jetzigen Form, in der wir uns unterhalten, achten wir nicht bewusst aufs Atmen, aber wir erleben Atmen auch nicht bewusst. Aber bei einem solchen Atem, bei einer solchen Atemreise, wird auf einmal das Atmen zu allem. Du wirst zum Atmen. Du spürst deine Verbindung mit allem, was ist, die dir niemand nehmen kann. Und das ist eine großartige Metapher, die dir ein starkes Gefühl auch dafür gibt, dass du verbunden bist. Dass diese künstlichen Strukturen etwas sind, die in deinem Kopf bestehen, die du loslassen kannst. Und Marco Helmert, wenn ich das gerade sagen darf, Joe, bietet auch im April, am 10. April noch ein Seminar mit Andreas Popp an. Außerhalb dann der spirituellen Betrachtungsweise beschäftigt sich Andreas Popp ja mit den Geldsystemen, mit Alternativen, und es eben auch in Marienberg, ein paar Plätze gibt's noch, unter helmert-seminare.de findet man's, und ich kann nur empfehlen, der Herr Popp hat einen wachen Verstand und kann ganz, ganz viele Hinweise geben auf Beobachtungen, die für den einen oder anderen der Anfang zu einem Aufwachen sind. Und dieses Aufwachen ist vielschichtig. Es geschieht in der Außenwelt, es geschieht in der Innenwelt und jenseits deiner Identifikation. Und das ist das eigentliche Aufwachen. Und das kommt auch noch. Das geschieht ganz von allein. Sehr schön. Und dann passen natürlich die beiden Seminare hintereinander. Einmal das Aufwachen durch Andreas Popp und dann die Atemreise von dir, die das dann auch nochmal auf einer anderen Ebene, auf einer ganz anderen energetischen Ebene angeht. Erfahrbar macht. Ne? Erfahrbar, erspürbar macht und etwas in Gang setzt, wo du merkst, aha, das geschieht alles in mir und ich brauche da niemand und ich selber habe Energie und wir atmen ja üblicherweise in unserem normalen Leben gerade so viel, dass wir nicht ersticken. Das hat damit zu tun, dass wir unsere Energien unter Kontrolle halten wollen. Wir alle, jeder Einzelne, sind sehr stark durch diese Identifikation so konditioniert, dass wir unseren eigenen Energien zutiefst misstrauen, dass wir Angst haben vor der eigenen Courage, Angst haben vor der eigenen Macht, Angst haben vor unserem wahren Wesen. Und da wird viel Wert darauf gelegt, dass das so bleibt. Die Schuld hält dich gefangen, der Sündenfall. Ja? Aber jetzt spüren wir, dass das nicht stimmt. Und diese neuen Energien machen uns zwar Angst an vielen Stellen, sie sind heftig, sie sind ungewohnt,
kein Etikett passt, aber sie bringen auch viel in Bewegung und vieles von dem, was so nichts mit dir zu tun hat, verschwindet jetzt endlich. Und du musst es nicht einmal betrachten, du musst es nicht verstehen, du musst es nicht interpretieren und dein Verstand braucht nichts zu wissen. Du kannst es einfach loslassen. Das nehme ich als das Schlusswort. Vielen Dank, Alexander. Gerne.